Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Livestream der Zockstube. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute gucken wir uns zusammen ein Spiel an, was ich diese Woche entdeckt habe, nämlich Oceancraft. Ein Game, wo wir auf offenem Meer sind und uns auf einer Palette verschiedene Gegenstände angeln müssten, um damit unser Boot auszubauen und ums Überleben zu kämpfen. Und da habe ich mir gedacht, ne, letzte Mal haben wir zusammen DaySim gestreamt. Das war ja auch so ein ganz chilliges Spiel. Und das geht ja jetzt schon in eine sehr ähnliche Richtung. Und deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns das doch mal zusammen anschauen und gucken, dass wir ein schönes Bötchen zusammenkriegen. Das Game werde ich heute ein bisschen im Singleplayer spielen und euch danach mal kurz zeigen, wie es im Multiplayer ist. Jetzt werfe ich aber erstmal zu euch einen Blick in den Chat. Und da sind wieder viele dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Firewolfi, Peter, Peter Netten, Sascha Novak, Typhoon, Tim Spiele TV, Cola Sprudel, Patrick Thiele, Anubis ist dabei, Tsubunapi, Hallöchen, hallo Leni. Dann der Buddy, hallo Ogni, schön, dass du dabei bist. Chris Sportmarke, hallo, hallo. Dann haben wir noch den Thorsten Behrens, VR Mainz, Carmen, Janis Wilderding, Kevin, Dieter und der Kai. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Schön. Wahnsinnig viele Leute wieder da. Und ja, wir gucken uns jetzt gemeinsam das Spiel an. Bevor ich mit dem Spiel starte, habe ich aber so ein paar Sachen, die ich euch noch sagen möchte. Erstmal vielen Dank an meine neuen Patreons seit der letzten Woche. Der Tim B. ist dazu gekommen, ist als neuer Patreon eingestiegen und hilft mir damit natürlich enorm, die Zockstube zu betreiben. Vielen, vielen Dank. Und auch der Marco von Laufportal.net hat letzte Woche wieder per Tippi-Stream eine, ja, eine Spende, ja, sagt man so, ne? Eine Spende gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt super und unterstützt mich dabei richtig, richtig gut. Ich freue mich. Dann haben wir heute Gewinnspielauslosung. Wir losen im Rahmen dieses Livestreams einmal Flowweaver aus und Oceancraft. Da habe ich einen Key für. Und ich habe noch eine gute Nachricht für euch, nämlich 2 zusätzliche Keys habe ich vom Entwickler gekriegt. Das heißt, heute werde ich in diesem Video 3-mal Oceancraft verlosen. Das ist ziemlich viel, oder? Ja, der eine Key, den ich verlos, der hat über die Kommentare stattgefunden und ging bis gestern Abend. Also da habe ich schon unter den Kommentaren ausgelost und werde euch natürlich hier gleich auch in dem Video sagen, wer gewonnen hat. Wenn ihr jetzt noch am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann schaut doch mal in mein First Impression Video zu Oceancraft und kommentiert da noch. Also ihr könnt jetzt noch teilnehmen. Ich werde gleich random noch 2 weitere Kommentare auslosen, die ein Key für dieses Spiel, was ich heute hier auslos, gewinnen können. So, und der vorletzte Hinweis ist, wenn ihr euch für weitere Livestreams interessiert, habe ich dafür hier in der Zockstube eine eigene Playlist angelegt. Die findet ihr in der Videobeschreibung oder wenn ihr das Video nachguckt, auch in der Infokarte. Da könnt ihr euch dann einfach mal entspannt Livestreams anschauen. Und eine Ankündigung, die vielleicht den einen oder anderen von euch interessieren könnte. Der Termin für die nächste Oculus Quest Show steht. Die Oculus Quest Show 7 kommt am, jetzt lass mich überlegen, am 3.4., wenn das ein Samstag ist. Ja, das ist ein Samstag. Am 3.4. um 20:21 Uhr, da werde ich noch eine konkrete Ankündigung übers Community-Tab rausholen, werdet ihr die Oculus Quest Show sehen können. Wenn ihr die Oculus Quest Show noch nicht kennt, da treffen sich alle möglichen deutschsprachigen Oculus Quest YouTuber zu einer Show und wir stellen euch so vor, was in der Zwischenzeit so auf der Oculus Quest passiert ist. So, jetzt bin ich aber durch. Jetzt gucke ich nochmal zu euch in den Chat und dann zocken wir auch mal los. Wo ist der Link zu Patreon, das Typhoon? Das findest du in der Videobeschreibung. Guck mal unter dem Video. Dann scrollst du da ein bisschen und dann findest du direkt Patreon-Doppelpunkt. So, hallo an alle, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Ich muss auch sagen, wir müssen heute eine technisch etwas andere Lösung wählen als sonst. Ich kündige das schon mal an, ihr seht hier mein Kragenmikrofon. Es ist ja folgendermaßen, Oceancraft ist ja ein Game, was im Moment noch via AppLab zur Verfügung steht. Und die AppLab-Spiele, die haben ja, ne, die sind ja noch nicht im Store, weil die noch entwickelt werden, weil da das ein oder andere noch nachgebessert werden muss. Und so ist es bei dem Spiel so, dass via OBS oder via Casting wird der Spielsound nicht übertragen. Deswegen habe ich mir hier an der Seite des Headsets so eine Lasche gemacht. Ich werde jetzt mein Mikrofon so anbringen, dass ihr sowohl meine Stimme hören werdet, als auch hoffentlich auch den Game-Sound. Sorry, ich hoffe nicht, dass das jetzt zu laut bei euch in den Ohren ist. So zu befestigen, wie es gerade in den Tests funktioniert hat. Und jetzt starten wir dann auch schon ins Spiel.
Wenn ihr nicht richtig hört, wenn ihr nicht richtig seht oder sonstige Anliegen habt, Bauchschmerzen, Übelkeit, dann schreibt mir doch einfach in den Chat. Guck mal, würde ich mich freuen. So. Ja, besser kann es nicht starten. Quest hat sich direkt aufgehängt. Einmal kurz Neustart. Nutze ich nochmal, um bei euch in den Chat zu gucken. So. Wo bekommt man eigentlich den Battery Strap her? Ich habe gelesen, dass der im Moment, vergriffen ist, ne? Bei Amazon, Frankreich. Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Der ist immer mal wieder verfügbar. Ja, die Leni, die hat jetzt auch eine neue Quest. Hat sie gestern ein Unboxing-Video als Premiere bei sich hochgeladen. Das war echt spannend. Spannend zuzugucken. Ja. So, jetzt will ich aber Oceancraft. Also jetzt hört ihr mich gut. Ich mache hier auch das Ding auf volle Lutsche, weil ich habe jetzt auch keine Kopfhörer drin, damit ihr quasi über mein Mikro den Sound bekommt. Ist ein bisschen gedeichselt, aber wenn das einigermaßen funktioniert, dann habe ich schon ein paar Ideen, was ich damit künftig auch machen könnte. Na komm. So. Und jetzt hole ich euch mal an Bord. So. Da seid ihr. Gucken, habt ihr denn mein Bild? Sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, nun starten wir auf Craft. Klebeband bitte. Klebeband bitte. Ja, wir gucken jetzt nach Klebeband. Okay, ich habe gedacht, ich hoste mal ein Game. Und ja, wir haben uns gestern The Expanse of Islingna angeschaut oder in dem First Impression Video. Ich möchte euch jetzt einfach nochmal was anderes zeigen. Vielleicht hier Boundless Abyss. Machen wir es einfach mal, dass ihr auch was anderes seht. Dann fangen wir nochmal kurz von vorne an. Aber bis an die Stelle, wo ich jetzt in dem First Impression gekommen bin, da kommen wir ja sehr, sehr schnell hin. So, dann packen wir uns jetzt einmal hier unsere Kralle auf rechts und dann fischen wir mal. Da hinten kommen schon die Sachen. Wie gesagt, gleich gucke ich mir das Ganze auch im Multiplayer mal an, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wie funktioniert das denn im Multiplayer. Da kommt der Anubis dazu. Und ich hatte überlegt, so die letzten 10 Minuten heute des Streams, ich gebe euch dann für die letzten 10 Minuten den Roomcode durch. Insgesamt müssten wir hier mit 4 Leuten drin sein können. Dann wer zuerst kommt, mal zuerst. Kann dann dazukommen auf die letzten 10 Minuten noch ein bisschen quatschen, sich mal das Spiel angucken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann haltet euch bereit. Ich gebe nachher den Roomcode durch. So 20 vor 6 oder so. So, komm hier, komm. Wir müssen jetzt hier Zeug kriegen, Junge. Muss hier erstmal angeschippert kommen, ne? So, ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Game-Sound, könnt das gut hören. Insbesondere wird es gleich, wenn wir Multiplayer sind, wird die Frage sein, ob ihr dann die anderen gut hören könnt. So. Erstmal sammeln. Und ich habe gesehen, wir können unser Bötchen ja auch über mehrere Etagen aufbauen. Da hätte ich heute mal Bock drauf. So ein Bötchen mit Treppe und dann kann man da noch so Gitter aufbauen. So, komm da. Ach, nee, ist zu weit weg, ne? Da können wir da noch... Kann ich hier noch einen Schritt aufs Wasser setzen und dann... Ne, guck mal. Ne, ist ein Ticken zu weit weg. Das da hinten, da kommen wir auch nicht dran. Da vorne... Oh, komm her. Da haben wir Plastik, davon haben wir noch nicht so viel. Ja, und das Spiel jetzt via AppLab verfügbar für 4,99. Finde ich den absoluten Wahnsinn. Ich habe jetzt tatsächlich mit dem Entwickler gesprochen. Ist ein deutsches Entwicklerstudio, total sympathisch. Der hat mir jetzt, wie gesagt, auch die 2 Keys, die ich heute noch zusätzlich verlosen kann, zur Verfügung gestellt. Und der hat mir auch schon davon erzählt, was, ich sag mal so, für Pläne vorliegen. Also es soll hier quasi so einen Schatzsuche-Endless-Modus geben. Daran arbeiten die noch. Und den man dann auch im Multiplayer machen kann. Hat mich dann irgendwie in der Kombination ein bisschen an Bridge Crew erinnert, muss ich sagen. Ne? Wenn man so im Multiplayer auf Schatzsuche ist und sich dann abstimmen muss, dann soll noch so ein Festlandmodus dazukommen, wo man wohl dann auch aufs Land gehen kann. So habe ich es zumindest verstanden. Also wenn der Entwickler es jetzt sieht, schlägt er wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Hat er ganz anders gemeint. Aber auf jeden Fall, dieses Spiel entwickelt sich noch weiter. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Und jetzt kriegt ihr es für 4,99. Und natürlich, je mehr Funktionen, dann wird das Spiel natürlich auch
im Preis ein Ticken angehoben. Das ist ganz klar. Ne? Irgendwovon müssen die Leute ja auch leben. Aber die für die Early Adopter sollen wahrscheinlich die ganzen Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Early Adopters werden belohnt dadurch, dass sie die Funktion einfach so kriegen. Und die, die es dann später kaufen, die müssen dann, guck mal, haben wir noch gekriegt. Die müssen dann eben einen höheren Preis bezahlen, weil es eben ein umfangreicheres Spiel ist, was wir erwerben. Finde ich eigentlich ein faires Modell, muss ich sagen. So. Ja, ich habe irgendwie gerade so das Bedürfnis, zu euch in den Chat zu gucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch so die Angst, dass hier irgendwas an uns vorbeizieht, was wir noch gebrauchen können. Ich sammle erstmal ein bisschen. Wenn ihr was schreiben wollt, worauf ich eingehen soll, dann bitte @Zockstube mit in den Chat. Dann leuchtet das für mich nämlich so gelb auf und dann weiß ich direkt, ihr wollt was von mir. Ansonsten geht das auch gerne mal im Chat unter. Holz. Holzi, holzi, holz. So. Aber jetzt gleich will ich zumindest mal kurz bei euch in den Chat gucken, um zu wissen, ob das hier mit dem Sound läuft. Sonst könnte ich noch ein bisschen besser machen. So, Sekunde. Ja, ich gucke jetzt mal eben kurz bei euch rein. Ja, eine Angel wäre von Vorteil, die müssen wir uns gleich zusammenbauen. Die Angel, die müssen wir uns gleich zusammenbauen. Dann haben wir hier auch eine Angel und können dann Fische und Grillen und was weiß ich. Also Fische grillen. Wir können keine Grillen fischen. Also ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht, was ich meine. Ich habe gerade, ich weiß jetzt nicht, von wem die Frage war. Ich habe es nur gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Wie kann man die App aus AppLab laden? Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht. Schau mal in meiner Timeline. Da erkläre ich, was AppLab ist und wie du an die Anwendung kommst. Also ganz kurz gesagt, du suchst einfach OceanCraft auf deinem Handy. Und dann sagt er dir in einem unteren Bereich, wir haben hier noch Apps, die sind per AppLab verfügbar und das ist ein bisschen experimentell, das kann man nicht so toll sein hier und da und da werden die dann angezeigt. So, und dafür 4,99 momentan, also muss ich wirklich sagen, ich bin auch echt gespannt, was da noch so kommt an Erweiterung, aber das klingt alles sehr, sehr gut. So, und nochmal zum Gewinnspiel, wenn ihr teilnehmen wollt, dann bitte zu dem First Impression Video gehen, was ich diese Woche hochgeladen habe. Anfass! Ja. Und da noch einfach kommentieren. Einfach reinschreiben, ich will gewinnen. Das reicht mir völlig aus. Einfach reinschreiben, ich will gewinnen. Und dann seid ihr gleich mit bei der Verlosung dabei. Dann habt ihr nochmal die Chance, 2 zusätzliche Keys zu ergattern und am Gewinnspiel teilzunehmen. Also da auch nochmal Dank an den Entwickler für die 2 zusätzlichen Keys. Fand ich sehr nett. So, jetzt gleich, ich habe jetzt erstmal genug geangelt, würde ich sagen. So, das holen wir uns hier noch ran. Jetzt gucken wir mal, was wir denn so bauen können. Also, wir haben jetzt erstmal einen Grill. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal Wasseraufbereiter. Und dafür haben wir so, mehr als genug Holz, mehr als genug Plastik und Palmenblätter. So, Sekunde, so. Dann können wir jetzt hier den Wasseraufbereiter dahin packen. Und für den Wasseraufbereiter brauchen wir auch eine Tasse. Dafür brauchen wir 4 Plastik, wir haben 6 Plastik. Das heißt, wir können jetzt hier unter den Wasseraufbereiter das hinstellen. Und in meinem First Impression Video hat da unten die Flamme nicht mehr gebrannt. Habe ich den Tipp vom Entwickler gekriegt. Ja, du musst auch mal, wenn du Feuer haben willst da unten, ne? Das ist ja Feuer, dann musst du da auch mal Holz nachlegen. Ja, wenn man nicht hört, dann ist es so einfach, ne? Wenn man nicht hört, dann ist es so einfach. So, Wasser ist fertig. Dann können wir jetzt gleich mal gucken, ob wir denn schon mal unser erstes Beet anlegen können. So, wie sieht das denn aus? Wir wollen gerne ein Beet anlegen. Okay, wir brauchen für ein großes Beet mehr Schrott und Klebeband. Ein kleines Beet brauchen wir Plastik. Ein Plastik brauchen wir noch. Das sind hier diese roten Dinger. Da ist jetzt gerade hinten eins abgetaucht. Mal eben. Da hinten, da ist wieder so ein rotes Teil, genau in der Mitte ziemlich. Haben wir hier noch irgendeinen? Sonst fische ich jetzt hier einfach mal Holz, auch wenn wir es nicht brauchen. Aber dumm rumstehen brauche ich ja nicht mehr als sowieso schon. So, mal kurz die Frage im Chat. Hört ihr mich gut?
Hört ihr mich gut oder ist das so dumpf oder irgendwie? Gucke ich jetzt gleich nochmal eben kurz rein. So, komm. Oh. Nee, guck mal, das ist zu weit weg, aber das wäre Plastik. Verdammt. Da ist Plastik, da ist Plastik. Wir müssen hin. Das kriegen wir, oder? Komm. Nein. Komm. Nein, das war knapp. Und der Hai, der paddelt hier. Das interessiert mich ja auch, was das mit dem Hai einfach auf sich hat, ne? So, haben wir rausgefischt. Da vorne kommt Plastik. Das ist auch nah genug. Gerade haben wir echt ein bisschen Plastikmangel, ne? Da oben, die können wir bestimmt mit der Steinschleuder, die wir nachher zusammenbauen können, abschießen. So, jetzt können wir ein kleines Beet bauen. So, und das knallen wir jetzt einfach mal hier hin. Aber wir haben noch nichts zum Anbauen, ne? Wir haben leider noch nichts zum Anbauen. Deswegen müssen wir jetzt, ich glaube, auf Fässer gehen. Da sind manchmal Maiskolben oder sowas drin, die man dann wiederum anpflanzen kann. So, da sehe ich ein Fass. Und da hinten ist noch ein Fass. Oh, hier die Luftballons, die kommen aber auch immer häufiger, ne? So, da hinten an, das fasse ich hier jetzt mal hier bis an den äußersten Rand. Ah, jetzt kriege ich nicht, oder? Da vorne ist noch was. Ne, guck mal, da kommen wir doch längst nicht dran. Aber wir können Hoffnung bei dem Fass da haben. Nochmal Plastik. Hier die Palmblätter, die sind wichtig, habe ich rausgefunden. Damit kann man nämlich Seile herstellen. Boah, stellt euch mal vor, das Spiel so als Endless Runner auf der Quest. Wie geil wäre das denn, ey? Ich meine, klar, so hat man es irgendwann durch. Da war nur Holz, Seil und Plastik drin. Ach, guck mal, hier vorne haben wir noch Plastik. Verdammt. Ja, das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt was zum Anbauen. Ansonsten, Wasser ist auch destilliert. Da vorne kommt noch. So, bevor das nächste Fass da ist, gucke ich nochmal zu euch in den Chat. Klebeband gibt's da. Wir hören dich, wir hören dich. Sehr gut. Einfach laut rufen vor eurem Rechner, wenn ihr mich hört. Jetzt alle gleichzeitig. So, da. So, da war Mais drin. So, jetzt können wir nämlich Mais nehmen. Mais nehmen. Können wir da reinsetzen. Und das Ding müssen wir jetzt gießen. So. Und dann wächst jetzt hier Mais. Wir müssen auch gucken. Durst haben wir nämlich auch schon. Dass wir jetzt hier gleich auch den nächsten Schluck uns mal gönnen. Und jetzt mal ganz schnell an eine Angel kommen. Säule, Decke, Strukturen, Werkzeuge, Angel. So, für Angel brauchen wir Seil. Seil können wir aus Palmblättern her. Dann machen wir jetzt mal ganz viele. Machen wir jetzt mal ganz viele Seile. Gucken wir mal Werkzeuge, Angel. Und da haben wir es doch schon. So, dann nehmen wir die Angel mal auf links. Und jetzt. Ja. Muss der Fisch anbeißen. So, und so können wir zurückholen. Aber da vorne ist ein Fass, das muss ich mal eben vorgehen lassen. Das Fass muss ich früher haben. Kriegen wir. Meinst du, den Hai kann man angeln? Was waren seine letzten Worte? Meinst du, den Hai kann man angeln? Ja, einholen. Ich will ja jetzt. Ist ja gut. Ich weiß ja, dass man so einholt. Ist ja jetzt gut. Warte mal. Ach, guck mal hier. Da ist der Fisch. Ich merke, dass er hier zuppelt, aber er ist nicht drangegangen, der kleine Drecksack. Geh da jetzt dran, verdammt. Ich habe Bock auf Fisch. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. So, Fischi. So, wir haben Fisch geangelt. Ist das cool. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Grill. Nur noch, ne?
Grill. Dafür braucht man auch Seil und Klebeband. Für Klebeband, ich meine, dafür braucht man Werkzeuge, Steinschleuder, Seil. Für Steinschleuder brauchen wir noch ein Seil. Ich meine, die Klebebänder sind da in diesen Luftballons. Aber jetzt müssen wir erstmal trinken, sonst sind wir gleich tot. So, Prost, Leute. Auf euch. Ja, komm, dann hier raus können wir Seil machen. Holen wir uns die jetzt hier erstmal schnell. Haben wir hier noch irgendwo? Da hinten sind noch Palmblätter. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier das Äußerste vom Floß versuche zu erreichen, dass ich trotzdem noch irgendwie im Spielbereich bleibe, dass er mich sehen könnt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich rauswandere. Ich sehe nur, dass meine Hand weit außerhalb des Guardians ist. Whoop. Komm, komm, komm. Da. So. Ah, das Fass müssten wir dann auch noch einmal. Ich bin ja so ein fassgeiler Typ, ne? Da hinten kommt auch noch ein Fass, aber bis dahin. So. Jetzt stellen wir Seile. Oh, stellen wir Seile her. Und gucken nochmal in die Werkzeuge. Steinschleuder. Wir brauchen immer noch Seil. Verdammt. Komm, komm. Ah, doch, da ist er. Aus zwei Palmenblättern können wir ein Seil machen. Das ist ja schon fast frech, oder? Aber das wird jetzt, ne? Komm, hier sind die Luftballons. Ah, da war jetzt auch noch ein Palmenblatt drin. Dann gucke ich mal, ob das jetzt Seil. Ne, können wir wieder nur eins. Wir brauchen aber zwei. Mann! So, da hinten ist noch ein Palmenblatt. Da kommt aber auch eins direkt auf uns zu. Da. Und sogar noch Fass. Blatt. Boah, hier ist man ganz schön am Fischen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da einen Vorteil hat, wenn man das im Multiplayer spielt. Also ich bin auch gleich gespannt, wie das dann im Multiplayer funktioniert. Jetzt brauchen wir erstmal ein Seil noch. Palmblatt, Palmblatt, Werkzeuge, Steinschleuder. Zack. Haben wir eine Steinschleuder, wenn wir nach unten. Haben wir aber keinen Stein, oder? Was machen wir denn da rein als Stein? Wir verhungern gleich. Ich will nicht verhungern. Ach, guck mal, hier haben wir. Oh. Guck mal. Ich höre es schon wieder, ich höre es schon wieder. Mann, geh da weg. Ey, wir verhungern hier gerade, ich sterbe. Das heißt, jetzt gleich muss ich sowieso 100 Sekunden warten, bis... Komm, ist hier... Ah! Noch gegen die Wand gehauen. Verdammt, ey. Da. Ist doch. Wir sind fressenderweise gestorben. Verdammt. Wo steht's jetzt? Ich weiß gar nicht, warum ich... Ach, 110 Sekunden müssen wir jetzt warten, ey. Okay. Hi, Super Dexter Murphy. Hallo, Jumbo. Ah, okay, also ich muss auch dafür Ressourcen herstellen. Danke für den Tipp, Jumbo. So, was ist denn in der Zwischenzeit gelaufen? So. Ja, ich bin gestern auch schon im First Impression Video gestorben. Ich sag immer gestern, das war gar nicht gestern. Und wusste auch nicht, was ich dagegen machen konnte. Bin ich denn jetzt verhungert? Also, dass wenn mein Getränkelevel irgendwie unter einem gewissen Grenzwert ist und mein Hungerlevel, dass ich dann automatisch verhungere oder so? So, jetzt gleich muss es ja weitergehen. Halbe Minute noch. So, ich kann mich hier auch nicht bewegen, ne? Außer doch Roomscale kann ich machen, aber mehr nicht. Und ich kann meine Hände bewegen. Huhuhu. Das ist mein Köfferchen, wo wahrscheinlich die ganzen Ressourcen drin sind.
Ja, und im Multiplayer ist es eben so, jemand muss sein Zeug auf ein Bett legen, um dich wiederzubeleben. Automatische Wiederbelebung. Alsbald, wenn man allein ist, hat man halt niemanden, der sein Zeug in ein Bett legen kann. Wir könnten jetzt gleich auch mal unser Floß ausbauen, so ein bisschen in die Breite. Das war auch die ganze Breite des... So, da sind wir wieder. So, wie sind denn jetzt unsere Gesundheitswerte so halb, ne? So, dann muss ich jetzt hier nochmal den letzten abpflücken. Und dann können wir jetzt hier Kürbisse pflanzen und den Kürbissen Wasser geben. Und jetzt brauchen wir Flotti Karotti mal einen Grill, würde ich sagen. So. Okay, also Steinschleuder haben wir. Dann sagtet ihr Werkzeuge, Steinschleuder, Munition. Brauche ich Plastik für. Holen wir uns. Da hinten ist noch Plastik. Kriegen wir. Nee. Da kommt Plastik. Ja, alles nur, um den Grill zu bauen. Das ist ja... So, da war Plastik auch drin. Jetzt holen wir uns noch das. Plastik, oder können wir jetzt schon? Munition? Ja, können wir schon. Okay, da haben wir Munition. So, und jetzt... Oh. Ernsthaft? Noch weiter? Kann ich die da hinten überhaupt treffen? Alter, wie viele Feuer hat man denn da? Ach, guck mal, da ist einer näher. Ja. Nein. Nein. Dann fällt es da runter und treibt runter. Das ist ja Kacke. Ach, schlecht. Ja, wir sind schon wieder hier. Kann ich denn schon was vorher essen oder so? Oder trinken? Komm, müssen wir rechtzeitig drauf achten. Guck mal, hier macht er auch nicht mehr weiter. Da könnten wir doch jetzt eventuell auch sagen... Wir nehmen jetzt mal ein Holz. Und, ach, guck mal, da macht er nämlich weiter. Genau so. Schön, schön, schön. Ja, wie gefällt euch das Game? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Oder in den Chat, wenn ihr gerade dabei seid. So. Und nochmal an alle, die neu dazugekommen sind. Ein Termin, wo ich mich freuen würde, wenn ihr euch den rot im Kalender anmarkert. Am 3.4. gibt es die 7. Ausgabe der Oculus Quest Show. Am 3.4. Wenn ihr die Oculus Quest Show nicht findet, da sind alle möglichen Oculus Quest YouTuber deutschsprachig dabei und stellen euch das Beste seit der letzten Oculus Quest Show vor. Findet ihr hier in der Zockstube auch eine Playlist, da lernt ihr viele coole YouTuber kennen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert, da reinzugucken, also in die letzte Ausgabe, die ist aus Dezember. Wenn ihr die noch nicht kennt, sicher auch spannend für euch. So. Guck mal, die Ballons, die verschwinden aber auch immer wieder, ne? Und da hinten... Da muss ich jetzt wirklich, da könnte ich jetzt, wenn überhaupt, dann nur so einen Weg hinbauen, aber das ist mir auch zu blöd irgendwie. Wie viel, guck mal, ich bin schon wieder am Verhungern und Verdursten, ey. Trinken wir schnell was. Oh, der ist nah. Guck mal, der fliegt hier lang, der bewegt sich. So, dann mache ich's. Ich mache es, Leute. Strukturen. Bettkiste, schwimmende Palette. Baue ich jetzt 2 Stück. So, und die bauen wir jetzt dahin. Dass wir den auf jeden Fall mitkriegen können. Das ist die zweite schwimmende Palette. Da. So. Und jetzt Steinschleuder. Oh. So. Komm hier.
Geschenke, Geschenke. So, komm hier. Das gibt's doch nicht. So. So, da war Schrott drin. Toll. Richtig geil. Na, jetzt gleich müssen wir aber auch essen. Ich guck mal, was brauche ich für einen Grill? Ja, tolle Wurst, ey. Dafür brauche ich, Schrott habe ich dafür jetzt genug. Ich brauche dafür Klebeband und Seil. Seil kriegen wir hin, das ist auch kein Thema. So, jetzt brauchen wir für den Grill, damit wir uns den Fisch da schön draufhauen können, Klebeband. Und die sind in den Teilen drin. Das heißt, wir müssen jetzt hoffen, dass es da schnell kommt und holen uns hier nochmal kurz Plastik. Palalalastik. Und Holz. Und Palmenblätter. Wo kommt das ganze Zeugs her? Leute, wo kommt das ganze Zeugs her? So, guck mal, hier haben wir noch ein paar dicke Fische. Da könnte ich vielleicht nochmal eben angeln, bis das Teil da am Start ist. So. Ja, den warte ich noch ab, sonst treibt die Strömung den wieder weg. So, bitte lass Klebeband da drin sein. Nein, nein, nein. So macht man es nicht, wie ich es gerade. Der ist schon wieder Schrott. Verdammte Axt, ey. Wir verhungern hier. Kann ich den Fisch auch roh essen? Ja, hat geklappt. Weiß ich gar nicht. Kann man Kürbis roh essen? Ich würde sagen, einen Kürbis bauen wir wieder an. Und ein Futter nochmal. Ja, ist ein bisschen voller geworden, aber so richtig prall ist das nicht, ne? So, wieder gießen. Okay. So. Jetzt würde ich gerne nochmal ein paar Strukturen, schwimmende Palette. Ein Plastik brauchen wir noch. Oh Gott, ich werfe hier aber auch grützig. Ach, da vorne liegt noch der Fisch rum. Habe ich da einfach liegen lassen. So. Ja, was meint ihr? Ich baue jetzt hier noch die beiden Paletten hin und dann gucken wir mal nach einer zweiten Etage oder worauf habt ihr Bock? Aber eigentlich, was wir auch bräuchten, wäre eigentlich mal eine Kiste, ne? Pass auf, ich mache jetzt hier erstmal noch eine schwimmende Palette fertig. So, weg. Weg. Schwimmende Palette, so, zack. Zack. Und jetzt gucke ich mal, was ist noch so eine Kiste hier. Da brauchen wir wieder Plastik ohne Ende für. Da hinten kommt wieder. Die Ballons, die stehen nicht immer nur fix am Himmel, sondern die schweben hier auch lang, fällt mir gerade mal auf. So, was sagt ihr? Sollen wir erst noch ein Beet bauen oder mal eine Kiste, damit der Fisch da nicht die ganze Zeit rumliegt? Oder lassen wir den Fisch gammeln? Scheiß drauf. Wir sind ja sowieso im Wasser, Fischvergiftung egal. Wir können ja direkt ins Wasser springen, wir werden nicht schmutzig. So. Ach guck mal, da kommen direkt zwei. Sollen nur gleich mal kurz Glück haben. So, ich guck mal kurz zu euch in den Chat. Oh, Michael, vielen, vielen Dank. Und Thomas Büchner, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für eure Unterstützung. Alles klar. Also ich denke mal, Subunapi, das spricht für eine Kiste, wenn er nicht willst, dass das hier wie bei Hempels unterm Sofa aussieht. Kann ich auch verstehen. Ordnung ist das halbe Leben. Das Problem ist nur, ich halte mich immer in der anderen Hälfte auf. So, komm, Klebeband. Och, ihr Lutscher, ey. Nägel waren da drin. So, was sagt er? Wir sind hier schon wieder am Verrecken, ey. Wir fallen hier gleich schon wieder um. Und sind dann mausetot. So, Mais. Ich kann auch keinen Maiskolben. Nicht mal gedünstet. Aber Paprika würde ich auch einfach gerne anbauen. So,
Mal da. So kann ich das jetzt hier nicht so. Ah, so kann ich es ins Inventar packen. Gucke ich noch mal eben bei Strukturen. Eine Kiste. Brauchen wir noch zwei Plastik. Für da vorne ist Plastik. Aber erstmal. Fass. So. Ich glaube, jetzt können wir eine Kiste bauen. Bauen wir die Kiste. Da ist die Kiste. So. So machen wir hier. Zack. Und da können wir jetzt hier den Lachs reinpacken. So, da. Ist ganz schön gemacht, oder? Da mit dem, mit der Einblendung, finde ich. Also, oh, ist so ganz nice. So, haben wir hier noch. Ach, dort, scheiße, jetzt habe ich den Luftballon da hinten verpasst. Treffen wir hier noch? Ah, drüber. Ah, drunter. Ja. Komm mal dran. Nein, das Plastik aber nicht. Wo ist das? Wo ist die Kiste? Das ist Plastik, oder? Da ist die kleine Kiste. So wichtig. Komm, Kleber. Da waren schon wieder Nägel. Ich werde wahnsinnig. So. Muss ich jetzt gleich schon wieder rohen Fisch futtern? Ist eigentlich nicht feierlich hier. Da kommt der nächste Ballon. Wir könnten vielleicht mal wieder ein Fischchen angeln, dass wenn wir gleich einen Grill haben. Wo haben wir denn Fische hier? Alles zugebaut. So, komm hier. Komm. Warum haut der denn ab? Da. Komm hier. Ich hab Hunger. Na, zwei Interessenten. Möge der größere anbeißen. Ah, der kleine hat leider angebissen. So. Okay. Nee. Komm zurück. Wie habe ich denn die Leine jetzt da hinten oder die Rute jetzt bis da hinten geworfen? Und, sag mal. So. Da, ich habe den Lachs wieder. So. Zack. Dann können wir hier vielleicht allgemein mal ein bisschen was reinpacken. Sowas wie Nägel oder sowas wie Schrott. So, da. Oh, Luftballon schon wieder. Oh, direkt getroffen. Was ist denn jetzt los? Hab ich gesoffen oder was? Klebeband. Schon wieder Nägel. Auch nur Schrott drin. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ach guck mal, die sind fertig. Schön. Dann kann ich ja jetzt. Boah, ich muss schon wieder essen, ne? Bisschen Paprika anbauen. Kürbisse futtern. Gießen. Und neu. Da hinten kommen wieder Luftballons. So. Jetzt würde ich mal sagen, was haltet ihr davon, eine zweite Etage zu machen? Wäre jetzt mein Vorschlag. Und wir können jetzt gerade eh nichts. Ach, guck mal, ist schon wieder ausgegangen. Müssen wir Holz nachlegen. Da, mach weiter. So. Dann gucke ich mal. Gucke ich mal zu euch in den Chat. Mike Myers, vielen, vielen Dank für deine Spende. Mensch, das ist ja klasse. Vielen, vielen Dank. Ja, bauen wir eine Treppe, lese ich. Ja, bauen wir mal eine Treppe. Ich gucke mal in die Strukturen, was wir da haben. Wir haben Decke, Säule, Leiter, Wände. Guck mal, Wände aus... Guck mal, ich kann jetzt hier, warum soll ich da, jetzt mal ernsthaft, warum sollte ich da eine Wand, dann kann ich ja gar nicht mehr nach hinten angeln. Aber ich mach's trotzdem mal, einfach damit ihr seht, wie so eine Wand aussieht. Habe ich nicht zwei gebaut?
Schweinebau. So, guck mal hier. So, haben wir schöne Wände. Und jetzt können wir noch eine Treppe. Machen wir den. Oh, Zaun. Guck mal, Zaun geht auch. Ein Zaun macht angeltechnisch einfach viel mehr Sinn als eine Wand, finde ich. Strukturenleiter. Muss eine Leiter immer hier so frei? Ah, guck mal, so. Und dann können wir jetzt Strukturen, eine Decke, Holz. Ach scheiße, jetzt habe ich den verpasst. Eine Decke, muss ich unter einer Decke wahrscheinlich eine Säule hinpacken. Für Säulen brauchen wir noch Nägel, Nägel haben wir. So, brauchen wir jetzt eine Säule. Hä? Ist hier gerade zu blöd? Ah, guck mal, hier, da können wir eine Säule. Hier können wir eine Säule, hier können wir eine Säule bauen. Okay. Decke. Bauen. Ah, an eine Säule können wir eine Decke bauen. Aber dann müssten wir doch hier vorne auch eine Decke bauen können. Ja, warte mal, da liegt noch die andere Decke. Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob... Warte mal, dann brauchen wir noch eine Decke. Jetzt haben wir nicht mehr genug Holz. Schön, guckt euch das an, ey. Das ist hier richtig heimelig. Oh nein, oh nein. Ich habe gleich wieder Zeit, zu euch in den Chat zu gucken, Leute. Das krieg ich nicht mehr. Ich weiß, ich... Wir brauchen endlich schönes Klebeband. Ich habe auch nichts mehr zu futtern da. Okay. Ja, komm. Ja, das heißt jetzt wieder 120 Sekunden warten und zu euch in den Chat schauen. Du sollst hier ein Boot bauen und abhauen. Ja, ich bin ja auf dem Boot. Ich kann mit dem Teil nicht abhauen. Architektonisches Meisterwerk. Ja, der Nobelpreis ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Eine halbe Wand als Zaun. Ja, die Kürbisse, die waren noch nicht fertig. Die waren noch nicht erntefertig. Deswegen konnte ich die leider noch nicht essen. Schade. Bau die Ocean Villa. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich baue eine Ocean Villa zusammen mit euch. Und ja, ich sehe... Das ist ganz lustig, jetzt muss ich mal gucken, wo ist das von euch aus? Ich sehe da jetzt gerade einen Luftballon fliegen. So, gucke ich in die Richtung? Ja, tatsächlich, da ist er hinten. Wie lange müssen wir jetzt noch warten? 70 Sekunden, ja, Leute, 70 Sekunden. Was könnten wir in den 70 Sekunden machen? Also wenn ihr noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen habt, ihr habt heute noch zwei, also heute werden drei Keys für dieses Game verlost. Wenn ihr zwei verlost, ich gleich noch frei. Da könnt ihr jetzt noch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Schreibt dafür in das First Impression Video zu Oceancraft einfach, ich will gewinnen oder ich hätte Bock auf das Game oder irgendwas. Am Ende des Games werde ich dann auslosen und ihr seid dann auf jeden Fall bei der Auslosung noch mit dabei. Dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Mein Gott, jetzt erzähle ich den ganzen platten Scheiß. Entschuldigung. Hier, also wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Also wäre super. Däumchen nach oben ist ein Träumchen. Und ja, was habe ich noch? Ja, bei euch so, alles klar. Mein Gott, 10 Sekunden noch. Ich kann jetzt gleich wieder Gas geben. Nee, man kann nicht ins Wasser laufen. So, da sind wir wieder. In Farbe. Und haben da oben direkt Luftballon, ach du Scheiße. So. So, komm, Kleber, bitte Kleber. Kleber. So, geht doch. Dann können wir jetzt ein Grill. Jetzt haben wir natürlich kein Holz und kein Seil mehr. Alter Vater, jetzt habe ich das alles verbaut. Nein. Kommt
Holz, aber Fass ist immer besser. Fass. Übrigens, ich habe gerade von der Oculus Quest Show erzählt. Der Hoshi, der ist auch mit dabei, der hier im Chat ist. Der wird euch da auch was Schönes zeigen in der nächsten Quest Show am 3.4. So. Da hinten ist wieder ein Fass. Kommen wir da dran? So. Nee, leider nicht. Da kommt noch ein Ballon da ganz hinten. Ja, wenn man hier einmal so Bescheid weiß, wo es lang geht, dann funktioniert es auch echt gut. Am Anfang ist das bei mir bei allen Crafting-Games aber so, dass ich erstmal gucken muss, boah, was ist denn jetzt hier los? Ne? Was musst du denn machen? Ich finde, bei jedem Crafting-Game am Anfang ist erstmal Zustand der Überforderung. Und dann meistert man es so langsam. Und da bin ich jetzt natürlich bei dem Spiel noch von entfernt. Aber ich merke schon auf jeden Fall, wie deutlich besser läuft als am Anfang. Plastik. So. Upp. Plastik nicht mehr gekriegt. So, jetzt sind die Paprika fertig. Zack. Da können wir eine. Ist das hier eine Kartoffel? Oh, wir können Kartoffeln anbauen. Da können wir gleich eine richtig deftige Kartoffelspeise zu uns nehmen. Müssen wir dann auch noch Klopapier craften. So. Brauchen wir nur noch Seil für. Seil können wir hier. Zack, zack, zack. Zack. Grill. Grill bauen. Da. Ich würde sagen, auf jeden Fall unterm Dach. Da hinten kommt. Da ist unser Grill. So. Und jetzt haben wir noch Fisch. Ja, hier haben wir Fisch. Guck mal. Dann machen wir uns da jetzt mal hier lecker Fisch. Essen vorbereiten. Ach, guck mal. Wie geil ist das denn? Und da muss jetzt wahrscheinlich auch Holz rein, ne? Also habe ich kein Holz mehr? Ich brauche Holz. Sonst funktioniert unser Grill nicht. Da muss man sich erstmal dem Fisch den Kopf abhacken. Das ist ja cool. So. Okay, Fisch. Denn. Habe ich schon wieder das Teil verpasst? Mann, ich bin ein Schluffes, ey. Was aber, glaube ich, echt helfen würde, wäre, wenn wir einen zweiten Wasseraufbereiter hätten. Das wäre echt nicht schlecht. Also manchmal hier mit dem Wasser ist es dann doch sehr knapp und muss dann schnell gehen. Und das dauert ja auch immer ein bisschen was, bis das Wasser dann aufbereitet ist. Hier vorne ist schon wieder so ein kleiner Fisch. Den kann ich mir auch gut auf dem Grill vorstellen. Was meint ihr? Hier, komm. Beiß an, Junge. Ich habe Hunger. Kleine da, ey. Man will er nicht. Ja, komm hier. Ach, haben alle keinen Bock. Der Hai, der wartet nur so auf uns. Ach, guck mal, da ist das jetzt fertig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Hunger das wegmacht. Guck mal, da haben wir jetzt. Oh, hier, da kriegen wir richtig Durst drauf. So, auf jeden Fall einen zweiten Wasseraufbereiter. Hätte ich gerne. Holz. Noch ein bisschen Holz. 4 Holz brauchen wir dafür noch. Ja, wenn man, ganz ehrlich, gerade hatten wir Plastiknot. Da kam kein Plastik. Jetzt haben wir Holz, brauchen wir. Und jetzt ist hier überall Plastik. Irgendwie ist das doch gemein, oder? Luftballon kommt da. Müssen wir gleich auch nochmal gucken. Oh, doch, hat noch geklappt. Komm, so.
So, und für alle, die es interessiert, gleich teste ich das Ganze auch nochmal mit meinem Patreon Anubis Extreme hier im Multiplayer. Wollen wir dann nochmal ein halbes Stündchen euch zeigen, wie das Ganze im Multiplayer funktioniert. Und so die letzten 10 Minuten, wo ich zocke, da gebe ich euch den Roomcode frei. Und dann könnt ihr einfach joinen. Also bis zu 4 Spieler haben Platz, wenn der Anubis mit dabei ist, mit mir. Das heißt, 2 Leute können auch dazukommen. Natürlich, wenn ihr Interesse habt, wenn dann da keiner kommt, dann würde ich relativ schnell zum Community Talk übergehen. Aber falls ihr dieses Spiel habt und da Bock drauf habt, hier dann mal auf dieses Bötchen zu kommen, dann haltet euch bereit. Ich gebe euch nachher den Roomcode. So. Ja, es geht jetzt im Moment. Wasseraufbereiter können wir jetzt bauen, zweiten. So, kommt hier hin. Ich mache mal ein bisschen Platz dazwischen. So, dann brauchen wir noch einen zweiten Becher. Und Plastik machen, alles klar. So, dann haben wir jetzt schon mal... Oh, ja, hier ist meine Wand. Ey, das ist wirklich auch wieder so eins dieser Spiele, wo man echt vergisst, wo man im Raum steht. Was ich sehr gut, also ein sehr gutes Zeichen finde, so zum Thema Immersion. Eine Decke braucht man noch, 4 Holz. So, ich gucke jetzt gleich nochmal eben bei euch in den Chat. Also falls ihr was habt, gerne jetzt schreiben. Da hinten ist Holz. Komm, haben wir. Nein, ich habe schon wieder den Luftballon vergessen. Mein Gott, man ist hier aber auch busy, ey. So. So. Jetzt, ich hole noch eben den Luftballon und das Holz und das Fass und dann gucke ich zu euch in den Chat. Upp. So, viele schöne Sachen. Jo. Bald wieder Munition machen, ne? So, komm, was Schönes. Schrott. So. So, so. Genau, wie der Buddy schreibt, so circa bis... Sind da 80 Leute dabei? Alter Wahnsinn. Ich freue mich. 80 Leute. Krass. Ja. Schön, dass ihr da seid. Mensch. Ich freue mich riesig. Boah, ich freue mich gerade richtig in Ast, aber das ist richtig geil. So, jetzt, ey, wir müssen da jetzt dieses Scheißdach. Och Mensch, Spiel, komm, 80 Leute gucken zu. Ich will da doch nur das Dach draufsetzen. Was soll das denn? Ja. Und dann machen wir es hier und dann müssen wir halt eine neue Leiter bauen. Dann ist das, was wir da gemacht haben, war jetzt halt wieder Kacke. Warum brauchen wir eigentlich ein Seil, um eine Leiter zu bauen? Bin ich nur so zu blöd, das zu verstehen? So, und jetzt müssen wir jetzt... Oh nein! Was fehlt uns? Du hast Hunger! Alles! Alles! Ich habe vergessen, uns Fisch zu machen! Haben wir noch irgendwie... Wir haben noch Paprika. Wir haben noch Kürbis. Iss doch! Oh, es wird wieder besser. Wir konnten es abwenden. Auch immer so ein Erfolgserlebnis, ne? Habe ich jetzt den Becher ins Wasser? Nee. Also, es ist so, dass wenn ihr unter gewisse Schwellenwerte kommt, nimmt so langsam eure Lebensenergie ab. Und dann müsst ihr sowohl bei Essen als auch bei Trinken erstmal ein bisschen nachlegen, um da mal klarzukommen. So, ich mache jetzt hier mal eine neue Runde Fisch. Ich hoffe, ihr esst mit. So, Kopf ab. So esse ich ihn am liebsten. So, zack.
So, und jetzt müssten wir doch hier hochgehen können, oder? Gucken wir uns mal die Aussicht an. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier, sind wir oben. Schön. Und was wir da falsch gemacht haben, weiß ich immer noch nicht. Kann ich die hier wieder wegnehmen? Wahrscheinlich, wenn ich nachher weg. Wir können ja hier noch so ein Werkzeuge. Hammer. Zum Abbauen von platzierten Gegenständen. Mit Nägeln und Holz. Haben wir noch Nägel? Wir haben noch Nägel und wir brauchen noch Holz. Dann können wir das mal wieder richtig setzen. Und vernünftig platzieren. So, da müsste da schon fast soweit sein. Ne? Dann holen wir uns noch die Nägel daher. So, und dann holen wir uns jetzt den Hammer. Ah, okay, und den müssen wir jetzt. Kommen wir gerade noch Luftballon ist schon wieder vorbei. Ja, was mache ich denn? Dann packe ich das mal eben so zur Seite. Der kommt dann da. Ah. Muss ich doch dahin. Ach, oder muss ich. Hä? Ich war ein bisschen blöd. Ja, ich konnte doch. Wieso kann ich das denn jetzt nicht mehr? Ich will das doch nur, dass man das da drauf platzieren kann. Das hat doch gerade auch funktioniert. So, Sekunde. Steinschleuder dahin. Ich hab das doch gerade da. Sag mal. Kann ich das jetzt da nicht mehr? Ich verrenke mir hier ein. Irgendwie kann ich das da nicht mehr platzieren. Hilfe. Der Fisch, den habe ich jetzt verbrennen lassen. Oh Gott. So, Kartoffel. Boden gefallen. Neue Kartoffel. Ich habe die Kartoffel ins Wasser gebracht. Kartoffel! So, Kartoffel angebaut. Läuft gerade nicht so rund. Ich baue hier gerade ziemlich viel Mist. So, hier destilliert er wieder. Dann geben wir der Kartoffel mal Wasser. So, und zurück. Wieder drunter. Okay. Die Uhr gucken, wir haben schon wieder Hunger. Ich würde jetzt gerne angeln. Ich kriege die Angel da nicht mehr drauf gepackt. Ich bin doch. Muss ich die. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Kann ich die jetzt da rein? Guck mal, die kann ich auch da reinpacken. Dann tue ich die jetzt hier ins Inventar. Jetzt habe ich auch meinen Greifer nicht mehr, wa? Was ist das denn? Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal eben neu starten. Aber das kann ich dann ja dazu nutzen, um dann auch in den Multiplayer überzugehen. Ich gucke jetzt noch einmal kurz zu euch in den Chat. Habt ihr jetzt Lust auf den Multiplayer? Wollen wir mal in den Multiplayer wechseln? Im Moment spielt Patrick nur alleine. Genau. So, pass auf. Dann zeige ich euch jetzt auch einmal, weil anscheinend, aber wie gesagt, das ist halt AppLab oder ich bin einfach gerade zu blöd. Ich kann es echt nicht einschätzen, ob ich jetzt hier im Baumenü bin oder ob ich jetzt die Werkzeuge hier gerade. So geht's. Jetzt geht's wieder. Okay. Ja gut, dann würde ich jetzt mal sagen, so. Ja, Blue Eye Star, ihr habt gleich die Möglichkeit noch dazu zu kommen. Erstmal möchte ich jetzt ganz gerne, dass der Anubis Extreme dazu kommt. Dem schreibe ich jetzt mal eben den Roomcode. So. Während ich wieder im Begriff bin zu sterben, glaube ich. Ich habe auch noch kein Bett gebaut. So, okay, das heißt, wir gucken uns das Ganze jetzt gleich im Multiplayer an. Habe ich jetzt hier noch irgendwie was? Ich habe auch gerade kurzfristig nichts zu essen, oder? Ich kann mir noch keine rohe Kartoffel reinziehen. Oder verdurste ich? Nee. Gut. So.
Du kannst auch Gemüse essen. Wer isst denn hier Gemüse, wenn man... Wir haben jetzt einen Grill, wir haben Fleisch. Erstmal das Floß vergrößern, ja. Ja, wie gesagt, erstmal möchte ich jetzt ganz gerne mit dem Anubis Extreme testen. Und ihr habt dann so, ich schätze mal so um, ja, 5:30 vor, könnt ihr noch auf 10 Minütchen dazukommen. Und dann können wir ein bisschen quatschen, dann können wir uns halt mal zusammen angucken, ein paar Minütchen reden. Und zwei Leute haben dann Platz. Ging ja schnell. Ach, da bist Hallo? Du. Ich bin tot. Siehst du mich? Ach, da bin ich. Oh, bist du da oben? Nee, ich bin tot. Ich nicht. Nee, ich bin tot. Okay. Ach, du bist tot. Ja, ich warte auf dich. Kann ich dich irgendwie aufnehmen? Ja. Okay. Ja, ich grüße dann mal schon mal die Community da, all die Leute. ich habe gesehen, sind echt viele am Start. Ist ja riesig. Da kriege ich fast ein bisschen Lampenfieber. Ja, meinst du, ich nicht, ey? Also, ja, du hörst mich nicht. Ich bin schon seit Jahren dabei und es freut mich auch riesig, dabei zu sein. Das ist mir wirklich eine Ehre. Und ja, ist jetzt lustig, wenn ich da den Patrick so liegen sehe. Aber ja, oh, er kann wenigstens noch er sieht, dass ich meine Hände bewege. Okay, siehst du auch was? Ja, und sieht auch toll aus da schon, dein erstes Gebäude. Und dann schau ich doch mal. Ich kann dir leider jetzt nicht helfen, ne? Da ist noch kein Bett. So, mal schauen, was habe ich da. Ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden, ein bisschen. Und ich habe da auch eine kleine Unterstützerin am Start, meine Tochter. Schaut den Livestream natürlich mit. Ah, super, ja. Und sie würde so natürlich auch schnell die Community gerne grüßen. Na, magst du schnell in die Brille sprechen, kleine Maus? Oh. Ich gehe mal näher ran, sag nochmal. Ja. Anubis, hörst du mich? Hallo. Okay, soll's nochmal sagen. Kannst doch mal grüßen. Und sie will auch ihre Nachbarin grüßen. Ah, oh, nein, okay, das nicht. Okay. Okay. Hallo Leute. Ja, und? Hallo. Bist dann gekommen, ne? Ja, super. Ja, schön, dass du dabei bist. Schön, okay. Ich war gerade kurz tot. Ja, schön dabei zu sein. Und ich fange da schon mal an zu angeln ein bisschen, ne? Ja. Da kommt ja schon eine Menge Zeugs. Ich habe jetzt noch nichts im Menü. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, was ich sehe, ist noch etwas klein, das Floß da. Ja, ja. Ja, ich habe gerade nochmal komplett neu angefangen. Einfach, um das nochmal zu zeigen. Okay. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn mein Haken? Ach, da in der Kiste. Oh, hast du den weggepackt. Okay, ich sammle da jetzt mal ein bisschen Sachen, damit wir auch schön bauen können. Dann, ich sehe schon Getränke, hast du da schon gut am Start, ne? Ja, ich habe mal zwei gemacht. Kann er nicht... Zweimal. Ach, Leute, ich muss einmal kurz was klarstellen. Ich war zu blöd, die Dinger gerade zu platzieren. Man darf nicht die Grab-Taste drücken, dann nimmt man den als Item, sondern man triggert den da rein. Okay, war persönliche Blödheit. Also, hat nichts mit dem Game zu tun. Will ich nur einmal kurz klarstellen. Ja, auf jeden Fall jetzt nochmal, ich war ja gerade so ein bisschen tot, als du reingekommen bist. Schön, dass du dabei bist, ich freue mich. Ja, so ein bisschen, ja. Genau, ich war ganz klar ein bisschen tot. Ja, ist mir auch eine Ehre, dabei zu sein, zu dürfen. Ja. Ne? Ihr hört das vielleicht auch ein bisschen, mein Schweizer Dialekt da, ist nicht ein perfektes Hochdeutsch, aber man sollte mich desto trotz so gut wie möglich verstehen. So, ich hab da jetzt ein bisschen Plastik, ein bisschen Holz, ich würde da mal dein Floß etwas ausbauen. Hast du denn das Spiel schon selbst gespielt oder bist du relativ frisch dabei? Ja, ich habe etwa so 40 Minuten habe ich mal investiert. Ah, okay. Und muss auch sagen, ist wirklich so ein schönes Spiel auch zum Entspannen. Ne? Ja, vor allem für 4,99. Ja, gerecht, ne? Natürlich. Ja. Nein, ist ja nichts eigentlich. Und ja, ich muss sagen, so der erste Eindruck war wirklich schon sehr gut. Ja. Ich bin ja auch dank deinem Livestream, also dank deinem Ersteindruck auf das Spiel aufmerksam geworden und habe es mir nach dem Schauen gleich gekauft. Ah, cool. Und muss auch sagen, ich bereue es nicht, ja. Ist wirklich, ja, ich mag halt auch deine Videos, deine Streams und hast immer gute Tipps. Und da habe ich auch gleich angebissen. Also ich war dann gleich dabei. Wenn du so weit weg bist, ich höre dich nur ganz leise. Ich weiß nicht, wie es wahrscheinlich... Oh, okay, dann stehe ich mal hier bei dir. Wie gesagt, einfach, ja, es war wirklich ein bisschen deine Werbung, die mich auf das Spiel aufmerksam gemacht hat.
und ich bereue es nicht auf jeden Fall. Das freut mich natürlich, wenn da mein Tipp so ein bisschen fruchtet, ist natürlich immer eine schöne Sache. Ich mache uns mal Fisch, wenn du Lust hast. Oh, das hört sich gut an. Ich schau da mal Struktur. Und zweiten Fisch. Schwimmende Paletten da. So, lecker, lecker. So, okay, dann schauen wir mal. Oh, jetzt muss ich mich... Oh, so geht das. So, lecker Kartoffeln. Oh, wie geht das jetzt? Oh, so. Ich will da ein bisschen das Floss ausbauen mal. Mach das. Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja, das hilft, glaube ich, wenn man so ein bisschen nach rechts und links. Genau, das ist gut, weil dann kannst du so die ganze Breite irgendwie abfischen, ne? Das ist ganz cool. Genau. Das war eigentlich. Oh, jetzt hänge ich da fest. Oh, ich muss schon wieder was trinken. Boah, ich habe aber was Durst. Das ist. Ja, vielleicht auch so ein zweiter. Wie heißen die Teils da? Kiste, weil. Die Nahrung ist ja eigentlich auch sehr knapp bemessen. Ja. Willst du, warte mal, ich hau mir mal einen Fisch rein. Ich habe ja auch noch einen für dich, wenn du gleich Hunger hast. Hunger geht es noch. Ich bin auch gleich, ja, ich bin ja erst beigetreten. Ja. Sieht bei mir noch ziemlich gut aus. Kannst du gern. Meine Tochter schmeißt jetzt gleich eine kleine Spende raus für dich. Dann. Oh, vielen Dank. Das ist aber lieb, Mensch. Danke. So. Dafür angle ich für dich hier den ganz dicken Fisch für deine Tochter. Komm. Okay, dann tu das. Das wird sie freuen. Ich hab da jetzt noch ein bisschen... Hauptsache, der beißt an. Ein bisschen das. Und dann schauen... Ja, ein bisschen. Ich will da... Was mich auch noch interessieren... Ach, komm mal zu dir, dass du das auch hörst. Was mich noch interessieren würde, wie hoch man eigentlich diese Ebenen bauen kann da. Ja, lass uns probieren. Du hast jetzt da schon eine Etage gebaut. Und was ist da möglich? Ach, hast du noch die Steinschleuder? Ja, Steinschleuder habe ich. Da ist gleich ein Ballon ziemlich nahe, dann solltest du gut treffen. Hol dir das Teil. Ja. Ich habe noch keine am Start momentan, muss ich mich noch bauen. Und ja, mal schauen, ich bin da jetzt etwas am Fischen halt noch. Werkzeuge. Ah, oh, verdammt. Kann ich noch Seile. Ja. Ressourcen, getroffen. Seil, ja, kann ich mir ein paar bauen. So, da kommt's. Okay, ich baue mir auch gleich noch eine Sprengschleuder. Nein, reicht noch nicht. Ja, ich muss noch viel Material sammeln. Ja gut, du bist ja Klebeband, das ist gut. Ich tue mal alles, was ich nicht brauche, hier in die Kiste. Vielleicht kannst du dann damit was anfangen. Die Grundsachen. Ja, ich muss natürlich jetzt auch noch ein bisschen schauen, dass ich zum Material komme. Ach guck mal, so kann man auch alle nehmen. Oder? Ne, doch nicht. Hab ich total verkackt. Komm, ja. Ich komm gleich schauen. Die Luftballons, die habe ich auch immer regelmäßig verpasst. Weiß ich nicht, da angelt man dann so schön. Ja, das wusste ich aber auch lange nicht. Das mit der Steinschleuder. Und ich habe mich schon auch lange gefragt, ach, ich glaube, deine Pflanze braucht noch Wasser. Hab ich nicht? Ach, guck mal, was ich für ein Schlunz bin, ey. Aber ist egal. So, jetzt ist gut. So. Jetzt stelle ich wieder runter und braucht wohl auch wieder ein bisschen Holz. Ich kümmere mich mal darum. Dankeschön. Hör mal, die Fische, die sind ja aber ganz schön wählerisch, wa? Schon? Ja, die beißen die nicht an, die Drecksäcke. Fischt habe ich noch nicht viel. Oh. Ich schau da mal für Holznachschub. Ach. So. So. Ein schönes Fass, ja. Hast du gut gemacht. Und ja, ich muss jetzt auch ein bisschen wieder farmen, sammeln. Ach, da bist du. Ach, da kommt wieder so ein Ballon geschwebt. Der wäre so ein optimales Ziel für deine Steinschleudern. Guck ich sofort. Und was hast du jetzt für einen Eindruck? Du bist jetzt hier auf meinem Server gekommen. Läuft das stabil? Hast du einen guten Eindruck? Bis jetzt wirklich sehr schön, sehr schön. Ich bin auch gespannt, wie das dann aussieht, wenn noch andere Spieler von der Community teilnehmen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich da noch was ergibt. Ja. Und wie das dann läuft. Aber bis jetzt ist es flüssig, kann mich nicht beklagen. Ja, super. Viele Spieler sagen ja auch, so ein bisschen die Musikkulisse im Hintergrund wäre noch schön. Ja. Ja,
Bistro ist sehr ruhig. Ja, das ist es. Das stimmt. Musikalische Untermalung würde sich nicht schaden. So ein bisschen Monkey Island Musik, ja. Ne? So ein bisschen Steel Drums. Ja, oder es würde auch passen, was ist momentan so in den Charts? Der Wallerman ist ja auch so ein beliebtes momentan. Ich mag das auch, der Wallerman, ja, glaube ich, ist das Ganze. Aber hier soll es echt noch coole Spielmodi geben, hat mir der Entwickler geschrieben. Ich habe das gerade schon am Anfang vom Stream erzählt. Hier soll es sowas wie so eine Schatzjagd geben, wo man dann wirklich mit dem Floß einen Schatz finden muss. Habe ich jetzt schon wieder das Ding verpasst. Und was man dann halt auch immer wieder spielen kann. Das heißt, der Schatz, der wird immer irgendwo anders sein. Das heißt, man hat quasi so einen Endlos-Spielmodus, den man immer wieder spielen kann. Okay, hört sich schon fast nach Sea of Thieves an. Ja, genau, in die Richtung soll das auch gehen. Ja, die Idee war natürlich super und ich bin gespannt, was da noch alles kommt, weil so wirklich der erste Eindruck von mir persönlich ist wirklich, macht Laune, das ja, Spiel. Ja, auf jeden Fall. So, ich habe da jetzt ein paar Sachen gemacht. Ich schaue mal ins Baumenü, was ich da jetzt eigentlich noch, vielleicht noch, was haben die da essen? Warum destilliert der hier nicht? Gar Klebeband. Warum macht er da jetzt? Du hast ja schon einen Grill, ja. Ja, ich habe auch Fisch. Ich muss aber gerade ganz viel, ich muss essen. Ah, okay, ich schmeiß mal den Grill an. Ja, ich habe ja auch noch einen anderen Fisch. Du musst den erst hier... Ah, der muss jetzt gehackt werden. Ne? Ja. Okay. Ist ganz nett, ne? Das ist ganz nett gemacht, finde ich. Kannst du auch beide? Ja. Ach ja, ich muss mal was trinken, sehe ich. Kann ich auch Mais? Okay, eigentlich. So, guck mal hier. Ich kann auch Mais da drauf tun. Oh, für die Gemüseliebhaber. Ja. Okay, das auch. Gemüsegrillen. Ja. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber müssen wir normalerweise noch so ein Alu-Schälchen craften, damit der Grill nicht einsaut. Ja, was ich noch genau... First World Problems. Genau brauchen wir nicht. Werkzeuge, ja. Angeln. Lass ich jetzt dich mal angeln. Ja, ich muss mal eben kurz gucken, dass wir hier... Die Frage ist, du hast ja noch ein Klebeband. Mach damit, was du willst. Wir uns vielleicht gleich ein großes Bett gönnen, ne? Ja, mach das. Habe ich noch nie gebaut. Ich schau da mal... Okay. Dann mal ein großes... So, was können wir denn jetzt hier noch strukturieren? Baue ich mal. Decke, Säule, Treppe. Ach guck mal, wir können auch eine Treppe bauen. Wir können auch eine richtige Treppe bauen. Da müssen wir. Das ist ja cool. Mal hier im Bett. Ja, wo baue ich das? Warte jetzt mal. Hin? Das ist ein bisschen schwierig. Oben? Weißt du was? Ich hau das Bett mal in die Kiste. Dann kannst du selbst bestimmen. Hast du noch Holz willst. Irgendwie? Haben wir Holz? Ja, noch ein Holz? Ja, brauchst Holz? Ja, ich wollte. Oder bau du eine Decke. Oder ich mach das. Danke, reicht was. Das ist alles, was ich habe. Danke, okay, danke. Dann gehe ich mal weiter. Angeln. Dann baue ich nämlich jetzt noch eine Decke. Und dann können wir vielleicht nämlich oben. Ach, warte mal, da müssen wir erst wieder eine. Hier muss noch wieder erst eine Säule hin. So war das. Säule. Hast du Holz? Ich hab's verkackt, da du bist. Ich arbeite da. Du hast da was. Ah, du hast da ein Palett liegen lassen. Ja, ja. Am Boden. Da baue ich gleich weiter. Ist. Ja, da kommt jetzt eine so. Armada an Holz. Ich habe jetzt alles Holz mal hingelegt, ja. Was ich hatte. Auch ich sollte mal was essen, sag ich. Ach guck mal, du hast. Ist das ein Bett oder ein Beet? Nein, Fischi. Ist das ein großes Beet, ist das, ne? Schon. Ach ja, das ist lecker. Richtig lecker. Ja, so musst du schon oft auf die Uhr schauen, dass du nicht. So. Guck mal, da können wir jetzt aber eine Menge anbauen, ne? Ja, oh Mist, ich bin schon wieder am Verrecken. Was fehlt mir? Ja, sieht gut aus. Ah, oh, brauch noch ein bisschen Wasser. Hast du noch? Ich brauch Essen. Gemüse. Ich habe alles weggegessen. Ah, doch, ich kann, Fisch. Ich hab da noch. So, okay. Oh, ich hab's, glaube ich, geschafft. Gießen. Ja, gerne die Pflanzchen noch etwas gießen dann. Boah, ich muss jetzt mal eben kurz essen, für Essen sorgen, Anubis. Ich bin hier schon wieder, das ist wieder haarscharf gewesen. Also Essen ist hier wirklich knapp, ne? Ja, man vergisst noch schnell mal zu schauen, aber ist wirklich so, geht recht schnell, geht ja. Auch recht schnell nach unten. Holz,
Komm, komm, komm. Guck jetzt gleich nochmal kurz in den Chat. So, Fischlein. Wo ist der nächste? Da. Oh, da ist ein großer. Ah, wir haben geschmissen. Komm, beiß an, Lutscher. Schönes Fass, das können wir. Da holt er sich das Fass raus. Weißt du oder hast du eine Ahnung, was das mit dem Hai auf sich hat? Müssen wir den nachher kaputtballern? Na, keine Ahnung. Vielleicht mit der Steinschleuder kaputt machen. Probier ich gleich mal aus. An das Floß binden und wir können rumfahren. Zum nächsten Level, genau. Na, ich weiß nicht. Ich denke, irgendwas wird das wohl schon noch auf sich haben. Aber so weit bin ich auch noch nicht. So, ein Fisch noch. So, jetzt wird es langsam Nacht. Ah, oh, oben uns ist noch ein Ballon. Ja, mach ich. Der war also schon richtig zu mir. Kann ich noch nicht. Was ich mich noch frage, normalerweise teleportieren wir uns ja rum. Ja. Hast du jetzt eine Leiter gebaut? Kann ich denn ohne Leiter gar nicht drauf teleportieren? Nee, ich glaube, dürfte. Alles andere wäre ja komisch, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Aber habe ich noch nicht getestet. So, ich mache jetzt mal Fisch. So, ja, du schaust natürlich zu unserem Wohlbefinden, ne? Ja, ja. Das machst du super. Dankeschön. Bin stets bemüht. Ja, sehe ich. So, Kartoffeln. Kann ich auch Kartoffeln grillen? Versuch jetzt einfach. Backkartoffeln. Ach, ich baue da. Kann ich da jetzt ein bisschen mal schauen? Kartoffeln? Tatsache. So. Oh, schön, Backkartoffeln, ein bisschen Creme Fraiche oder Sauerrahm. So. Auch vielen Dank, Anubis und Tochter, für die Spende. Mein Gott, 10 Schweizer Franken, ihr seid ja wahnsinnig. Ja, das war jetzt das Töchterchen. Das war eher wichtig. Danke, danke. Ah, das mache ich jetzt. So, so. Ah, jetzt kommt gleich eine Menge rein. Ich baue da noch ein bisschen links aus. Haben wir hier noch. Ah, da ist das noch ein Ballon. So. Ich habe keine Munition mehr. Mal ein bisschen noch Platz machen. Ach, brauchst du. Ja, die ist auch recht teuer noch so in der Herstellung. Aber da muss doch auch toller werden da. Das ist ja. Ah, ja, viel Holz. Holz ist ja mal gar nichts. Also hier musst du ja schon fast zusammenspielen, um zu überleben, ey. Ja, so ziemlich. Aber das ist auch das, was Laura macht. Ich brauche schon langsam wieder Essen. Wie ist das mit unserem Gemüse? Ich habe dir eine Kartoffel, ich hab dir eine Backkartoffel liegen lassen. Ja, ich muss da noch ein bisschen Wasser geben. Die sind ja noch trocken. Da wächst auch nichts. Ach nee, ich habe die Tasse weggeschmissen. So, nächste. Habe ich wieder vergessen zu gießen? Ja, ich sollte auch. Ja, ja. Und nein. Ich kümmere mich drum. Dankeschön. War, glaube ich, gerade der Moment, wo ich fast gestorben wäre. Dann habe ich da nachher nicht mehr dran gedacht. So, und dann ein bisschen Holz ins Feuer noch. Ne? Aber ich sehe gerade, ich dachte immer, Holz ist doch kein Problem. Ist doch ja. Die Ressource, die du immer findest. Aber jetzt merke ich gerade, ja, so viel habe ich gar nicht mehr. Boah, ist doch an, Junge. Ja. Ich brauche jetzt viel. Aber ich habe Spaß, so zusammen ist schon gemütlich. Aber oder? Ich habe auch langsam Hunger. Ich finde auch. Ich habe zwei Fische, die mache ich uns jetzt eben. Ah, eine Kartoffel hast du gebraten. Ja, ich mache uns jetzt noch einen lecker Fisch. Hast du Hunger auf Fisch? Tu das. Sehr gut. Große Fische. So, was brauche ich denn jetzt für die neue Munition? Munition, Plastik. Hast du Plastik? Ja, habe ich. Ach, warte mal, hier haben wir auch genug. Ich habe genug. Ich habe genug hier. Okay, alles klar. Ist in der Kiste noch mehr als genug. Dann haben wir neue Muni. Ich muss langsam was trinken. Munition, zack. Gut. Mal ein Schlückchen.
Ich baller jetzt mal den Hai an. Ah, da sind jetzt zwei Gemüse. Ich nehme mal eins und das andere pflanze ich gleich wieder. Ne? Ja. Passiert übrigens nichts, wenn man den Hai anballert. Nein, habe ich, ja, weiß ich. Aber irgendwas muss doch mit dem Hai noch. Aber ich habe keine Ahnung. So. Und dann so ein bisschen Holz drauf. Oh, das sieht ja lecker aus bei dir. Oder ich habe mal ein bisschen nachgefeuert hier. Richtigen Gourmet. Fass. Nehme ich mir. So, wieder angeln hier. Jo, sieht gar nicht schlecht aus. Da ist der Fisch. So, mal schauen, was könnte ich da jetzt noch bauen? Also was ich hier halt cool finde, ist, wenn es zusammenspielt, das mit der Aufgabenteilung. Ne? Einer ist am Angeln, einer kümmert sich um Essen und der andere, der... Du machst das super. Ja, du doch auch. Du bist der Angelmeister. Ja, ich habe noch keine Angel, aber ja, es macht jetzt auch keinen Sinn, denke ich mal. Ja, so funktioniert ja gut. Ja, ich habe da ich habe dir einen Lachs für dich. Oh, sehr lecker. Da läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Plastik, viel Plastik. Einer ist fertig, den kannst du essen. Steuerung ist wirklich... Oh, okay, geh ich mal schnell. Der rechte, der ist dunkler, ne? Wollte ich nicht. Ja, genau. Kann ich mir... Dann schmeiße ich wieder Holz rein, weil ich sehe gerade, das Feuer ist aus. Na komm, beiß an. So, genug Holz nachlegen. Und schon ist mein Holz wieder weg. Ne? Komm, beiß an. So. Beiß dir nicht an. Palmen für Seil. Was haben wir? Holz. Da. So, sieht gut aus. Und das Gemüse mal anschauen. Können wir da was ernten? Also, dass man sich hier wirklich bei dem Spiel, selbst wenn man es zu zwei, zu dritt oder zu viert spielt, nicht langweilt. Das ist echt der Hammer, ne? Ne, ich denke schon. Und es wird halt auch interessant. Ich bin noch gespannt, wie groß du eigentlich bauen kannst, bis du dann an ein Limit stößt. Ne? Ja. Vielleicht, wenn der Entwickler das sieht, wenn der heute auch dabei ist, vielleicht kann er das ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich nämlich immer auch interessieren. Ja, das wäre noch interessant. So. Okay, alles gut. Kartoffeln habe ich gepflanzt. Ich nehme mal diese wieder raus. Kann ich das jetzt nicht nehmen? So. Schauen. Nein, sollte doch klar. Ah, ist noch gar nicht. Ja, okay. Ah, die Kartoffeln, die glitzern, wenn man sie nehmen kann. Dann nochmal gießen. So, Wasser destilliert. So. Ich muss auch nochmal ein Schlückchen. What's next? Mal schauen, was kann ich da noch bauen? So, Wasser habe ich erstmal. Soll ich Steinschleuder? Ja, ich mache mir noch Seile. Seil? Ja, kann ich. Gut, das bauen. Okay, jetzt baue ich mir auch mal einen Steinschleuder. Ja, mach das. Bauen. So. Gut, habe ich jetzt. Ne? Wo ist die jetzt? Hallo? Okay, habe ich ja jetzt was. Was mir häufig passiert ist, mein Inventar ist voll, die fällt runter. Aber nein, ich... Ist direkt selbst in den... Okay. Ah, okay. Alles gut. Munition brauche ich noch. Ne? Ist das unter was? Ressourcen, denke ich. Ja. So, hast du noch mal Bock auf eine Backkartoffel gleich? Hm, lecker. Oh! Was? Was ist jetzt da passiert? Alter, hier kommt Munition. Ja, ich glaube, ich habe da jetzt... gerade etwas geglitscht. Oh nein, da habe ich... Oh, ich habe keinen Platz, deshalb. Okay, ich schmeiß mal ein bisschen Gemüse in Verdammt. Die Kiste. Verdammt! Als, Superkoch. So. Alter, wie viel haben wir denn jetzt hier? Das ist ja mal mega viel Muni. Nein, ich habe da... Ja, das ist jetzt passiert, weil ich... das scheiße ist das... Ja. Entschuldigung. Alles gut. Das Wort, für das böse Wort. Aber ja, ich habe Munition hergestellt, aber hatte keinen Platz im Inventar. So viel Munition hast du gemacht? Oder nein, ist das ist ja einfach pro Kiste nur ein Schuss. Ach so, ich verstehe. Schnapp dir nur. Nee, mach, ich habe noch genug. Ich guck mal kurz in den Chat.
Okay. Ja, Maxiko, 10.000 Abonnenten. Ja, ist noch ein Stückchen. Ist noch ein Stückchen bis zu den 10.000. So, ist gut. Okay, Steinschleuder ist am Start. Ja. Jetzt mal schauen. Ja, der Chat schreibt, im Moment fragen wir uns noch, ob wir eine Kartoffel grillen können, wenn wir hier 2 Stunden weiterspielen. Dann fragen wir uns, ob wir uns gegenseitig grillen können. Okay. ja. Ach ja, apropos gegenseitig. Noch so ein Bett wäre doch was Tolles, weil wenn jemand stirbt, kann man sich ja damit wiederbeleben. Okay. Ja, gerne. Ich brauche noch Plastik und Nagel. Hast du noch Hunger auf Fisch? Oh, jetzt bin ich tatsächlich ziemlich satt. Hau dir mal den Fisch rein da. Und gönn dir dazu mal ein Gläschen, der macht nämlich durstig. Jawohl. So. Ich auch gleich tun. Ja, zum Morgen. Komm, lass uns mal ein Gläschen geben. Ja, komm. Du bist schon. Ja, ich bin immer bei Trinken, bin ich immer schnell. So, dann komm hier. Zum Wohl. Ja, ich. Zack. Zum Wohl. Ja, ich täusche mal mit dem leeren Becher vor. Oh Mann. Ich bin hier wieder an der Wand. So. So, was können wir da noch? Ich packe da noch ein bisschen Gemüse auf den Grill gleich. Ja, hat normalerweise nichts auf dem Grill zu suchen, ne? Aber ich will nichts gesagt haben. Ja, ich bin auch eigentlich nicht so... Wenn es ums Überleben geht, machen wir mal eine Ausnahme. Schon, wenn Grill, dann muss auch Fleisch drauf, so ein richtig schönes Stück. Ja, bald ist es wieder soweit, ne? Ja, ich freue mich darauf. Ich mich auch. Ah, da kommt ein Ballon, aber der ist ein bisschen weit. Treffe ich den mit der Steinschleuder? Muss ich jetzt. Ja, die ziehen alle, also ich sag mal, die Wasserrichtung, wo das im Wasser lang fließt, ist von der einen Richtung in die andere, ne? Also von vorne nach hinten, sag ich mal. Und die Ballons, die fliegen einfach in die andere Richtung. Der fliegt jetzt von uns weg. Ja. Sieht genauso aus. Sonne geht auf. So, mal schön. Ah, schön. Fischli. So, nochmal Fisch. Ich sehe das. Du magst das Fischen, ne? Ja, ich mach das. Ich finde gerade die Aufteilung ganz gut, muss ich sagen. Dass da jeder eine Aufgabe für sich hat. Und ich bin mir sicher, wenn man zu viert ist, dann findet man da auch noch für jeden eine Aufgabe. Einfach. Ich denke, da hat jeder genug zu tun, ja. Und zu viert, dann sollte es auch etwas schneller gehen mit dem Aufbauen. Ja. Denke ich mal. Und wenn ein bisschen Rollenverteilung vielleicht noch stattfindet, dann könnte das schon noch ziemlich interessant werden, das Ganze. Du hast echt Kürbis hier drauf gehauen, ne? Das ist echt kein Spaß gewesen. Ja, gell? Kein Spaß. Ja, du musst die vorher hacken. Hast du die vorher gehackt, die Kürbisse? Ah, nee, hab ich nicht. Ja, dann musst du machen. Guck mal, die Kartoffeln sind fertig. Eine ist mir runtergekullert. Genau. Das fertige Essen würde ich sagen, einfach liegen lassen. Gutes. Okay, ja, ich bin jetzt momentan auch ziemlich gut. Ja, mal schauen. Jetzt will ich mal schauen. So, wieder Mais anbauen. Werkzeuge, Essen. Rein da. Schrott haben wir hier. Wir haben 5 Schrott hier in der Kiste. Okay. Ja, ist nur so für die Nägelherstellung dann. Aber Schrott kriegst du, glaube ich, auch nur aus den Fässern. Ne? Ja, in den Fässern ist das und in den Luftballons hatte ich es auch gefunden. Okay, gut zu wissen. Ich sollte mal wieder was trinken gehen. Ja. Und das Gemüse, oh, du machst es gut. Ja, ich bin ja gerade voll am Ernten. Noch gleich die Kartoffeln. Dann nochmal ich. Schmeiße gleich wieder eine Kartoffel rein. Ne? Hab schon. Achso, da machst du. Ja. Dort, ja. So, müssen wir noch warten. Ich guck mal eben, während das Wasser destilliert, nochmal in den Chat. Wieder unschuldige Tiere essen. Ja, was denn sonst? Bei mir kommt doch kein. Ich bin doch nicht, also bei mir kommt doch kein Gemüse auf dem Grill. Was ist los bei euch? Da müsste man erst nochmal Aluschälchen craften können. Was haben wir denn hier? Das Feuer ist aus dem Grill. Haben wir noch ein bisschen Holz? Ach, du hast noch Holz, ne? So. Anubis hat alles am Start. Ja, Grill läuft. So. Grill läuft.
Das mit dem Grill, das funktioniert. Ich finde die Mechanik mit dem Grill voll geil, muss ich sagen. Dass man da auch vorher das Fleisch hacken muss, das hat was. Du noch ein bisschen hacken musst. Ja. Ah, der, ja, Gondi. Ist super. Ah. Schön, schön Fisch. So, mal schauen. So, meinst du, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir mal den Roomcode rausgeben können für die Leute, die mitmachen wollen? Ja, das überlasse ich eigentlich dir. Ja. Das kannst du. Dann gucke ich mal nach. Also, wenn ihr dazukommen wollt, ja, der Roomcode ist 77626. Das könnt ihr im Hauptmenü eingeben von Oceancraft und dann joint ihr hier automatisch diesem Voice-Chat, aber seid euch, oder beziehungsweise diesem Spiel hier, seid euch darüber im Klaren, eure Stimme ist dann im Live-Chat zu hören. Ne, das ist dann so der Deal. So. Also nochmal 77626. Zwei Leute am Platz. So, Fisch ist am Start. Und wehe, die fressen uns direkt den ganzen Fisch weg. Dreh ich durch. So. Oh. Kartoffel geht noch auf den Grill. Ja, ich habe auch noch Fisch. Ach, der ist noch gar nicht durch. Der ist noch gar nicht durch. Den habe ich zu früh weg. Ja, ich muss mal was essen. Ach, guck mal hier. Hallo, Vögel. 444. Hast du ein Mikro an? Ach, da ist schon der Erste. Grüß dich. Vögel. Flicker, okay. Kannst du, Anubis, kannst du eine Kiste bauen? Habe ich schon, habe ich gerade gemacht. Ach, da ist schon eine neue, okay. Ja, da können wir jetzt vielleicht das Essen auch reinpacken. Schon eine neue. Da können wir jetzt auch das Essen reinpacken, oder? Ja, vielleicht, ja. So, fertiges Essen, weil ich wollte jetzt Neues machen und da liegt das ein bisschen im Weg rum. Der Fisch ist auch fertig. Also hier die linke Kiste, da tue ich mal das fertige Essen rein. Ja, auf jeden Fall schön, Vögel, dass du da bist. Hörst du uns denn? Mach mal Hand hoch, wenn du uns hörst. Ja, hört ihr mich? Ach ja, hi. Ja, jetzt, schön, dass jetzt du da bist. Auch. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Du, aber jetzt, warum brennt denn jetzt der Grill nicht mehr, ne? Holz. Da. Ja, hab ich reingeschmissen. Oh. Oh ne, hat ja, er nicht genommen, ne? Der braucht ein bisschen. Ja, aber ist gut. Geht wieder. Das ist gut gemacht. Danke. So, ich habe auch noch ein bisschen Mais. Kann auch noch mit drauf. Alles auf einen Grill. Irgendwie hört uns unser Gast nicht so richtig, habe ich den Eindruck. Ja, irgendwie ist... Jetzt ist er raus, oder? Ist er raus? Ja. Ah ja, sieht so aus. Ah, ich bin so beschäftigt. Ah, jetzt kommt er wieder. Da ist er wieder. Und wieder weg. Okay. Also 77626 nochmal für euch. Ja, da ist schon der Nächste am Start. Ah nein, das bist ja du. Nee, das bin ich. Ja, das bist du. Ja, ich hab's total im Griff. So, ein bisschen mal das Floß erweitern jetzt. Ne? Ja, das sieht gut aus. So, langsam. Da liegt noch eine Kartoffel rum. Bringe ich doch mal zum Grill. Kann man die eigentlich auch? Ja, ja klar. Die musst du voll. Ach, guck mal, die sind hier noch gar nicht Ach, gehackt. Die deswegen. Müssen. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht gecheckt. Alles muss gehackt jetzt, werden. Alles klar. So, ich werde noch ein bisschen Holz holen wieder. Kartoffeln sind wieder fertig. Oh ja, ich brauche auch unbedingt was zu essen. Ja, das ist so ein richtig befriedigendes Trinkgeräusch, ne? So, ich schmeiß da mal noch ein bisschen Mais rein wieder. So, brennst du wieder? Ja, Mais. Ich mag Mais auf dem Grill. Ja, Mais geht. So, hier, macht er wieder. Mais geht, ja. So eines von diesen Gemüsen, die... Gern noch durch. Ja. Also Holz braucht es noch wieder etwas hier, ne? Schmeißt mir gleich rein. Und da ist glaube ich noch gut, ja. Das ist gut.
So, dann ein bisschen was in die Gemüsesache. Ja, ich ernte gerade. Pflanze mal wieder neu. Der ist auch irgendwie beschäftigt. Hallo. Leider hören wir dich nicht. Schade. Schade. Aber hau rein, hau rein. okay. So. Och, da ist, da fällt jetzt ein Becher. Ah, du hast einen. Ja, ich habe gerade gebessert. Dann gehe ich, ja. Ich wollte auch gleich da noch ein bisschen grünen Daumen walten lassen. So. Und der Grill ist richtig schön vollgepackt, ne? Ich schmeiß da mal was in die Kiste, das schon durch ist. Ja, Bock auf ein Bier habe ich auch, Leute. Bock auf ein Bier habe ich auch. Ja, Bier ist doch immer gut. Ein Bierchen geht immer, ne? Kartoffel ist gut. Und so, wo haben wir denn? Ich habe schon lange nicht mehr auf Luftballons geguckt, hier sehe ich auch. Ja, das stimmt, weil das sind ja so die Ressourcen, die dann schon selten sind. Ja. Hallo. So, hallo. Soll jetzt noch schön und dann noch. Ach, guck mal, hallo André. André, hallo. Hört uns auch nicht. Komisch, wir hören die nicht, ne? Guckt mal in euer Menü, ob ihr uns stumm habt oder so. Das ist wirklich komisch. Ja? Ja, jetzt höre ich auch. Ich höre euch. Ja. Hallo. Sehr gut, sehr gut. Jetzt hören wir uns jetzt alle? Ich höre alle. Ich höre euch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Na, wie gefällt euch das Game? Jetzt ganz gut. Und hier die Nase. Die Nase, die ist richtig geil, ne? Hier kann man den Finger in die Nase stecken. Ja, schön, dass ihr hier seid. Dann lasst uns mal ein bisschen Gas geben. Geht mir nicht an den Fisch. Sonst dürft ihr alles machen. So. Dann machen wir noch mal ein Viertelstündchen, wa? Zu viert mit voller Truppe. Funktioniert das Spiel bei euch allen flüssig? Alles gut? Ja, kann man sagen. Ja, ich habe manchmal ein paar Internetprobleme, dass ich manchmal rausfliege aus dem Online. Okay. Ah, okay, das liegt aber zu Hause an deinem Internet. Eigentlich nicht. Ah, okay. So, ich muss mal was essen und trinken. So, sehr schön. Ich schmeiß da wieder etwas Holz nach. Das ist gut. Passt, passt soweit. Ja, dann lass uns mal ein bisschen ausbauen. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, wie hoch kann ich das jetzt bauen? Ja, dann bau. Gib Gas. Gucken wir es mal an. Ich angel mal wieder ein bisschen für uns, während Anubis da oben Gas gibt. Mal gucken, wie hoch es geht hier. Nimm alles, was du aus den Kisten brauchst, ne? Ich hätte eine Schwimmpeile fertig, wo könnte ich die anbauen? Was? Bau, was du willst. Wie du magst. Wie du magst. Alles klar. Wie dir am besten gefällt. Ich gucke, dass ich ein bisschen Fisch angel. Falls ihr gleich Hunger kriegt, koche ich schon mal. Säule, kann ich noch eine bauen? Haben wir denn hier? Dafür da vorne kommt ein Luftballon. Kann ich die jetzt da hier raufsetzen? Ja, ah, jetzt brauche ich eine Decke. Okay, dann. Ach, ich schmeiß mal noch das Gemüse hin. Komm, Fisch. Ich geh mal. Beiß an. Ach, der Grill ist leer. Beiß an. Kann noch jemand Holz in den Grill schmeißen? Das ist ein Fisch. Ja, mach ich. Sehr gut. Das ist so geil, das zu viert zu spielen, ne? Das ist ja mega. Ja, es macht richtig Laune. Es macht richtig Laune. Ja, wirklich. Und du bist wirklich der Fisherman hier, ne? Ja. So. Da ist ein Ballon über uns, wenn einer eine Steinschleuder hat. Hat er? Auch, ja. Ich hol mir den. Hab ich. Machst du? Ja, bin gleich sehr gut. Mal schauen. Ach, Kleber, das ist auch so eine Ressource, die ist super. Schmeiß ich mal in die Kiste. So. Und geh wieder bauen. Mal schauen. Liegt eine Säule auf dem Boden. Ah, das Gemüse.
Ich glaube, da hat der Anubis gerade gebaut. Ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Ich bin immer wieder hier nach hier rum. Das macht gleich was. Komm. Ist der Fisch? Ne, der ist noch nicht durch. Doch, der ist durch. Ich schmeiß mal in die Kiste und geh herauf. Ich will jetzt wirklich wissen, wie hoch kann ich da bauen. Du machst hier World Trade Center auf. Passieren. Ja, genau. Decke, ne? Decke. Ja. Decke. Na komm, Fisch. Decke. Ja, noch eins rauf und dann brauche ich wieder einen Pfeiler und noch mal eine Decke. Was ich jetzt lustig finde, ich komme ohne Treppe hinauf. Ja. Ich finde wichtig, dass man nur eine Säule braucht. Musst du dir mal geben, Patrick, die Aussicht da oben. Ne? Oh, da seid ihr ja schon weit, Leute. Warte mal, ich schmeiß mal irgendwas auf den Grill, dann komme ich hoch. Doch, die Treppe ist eigentlich, ja, nicht sieht wohl, ist auch Dekoration, mehr oder weniger, die, so wie es ausschaut. Die Treppe habe ich nicht hingekriegt zu bauen, anständig, die kann man nicht drehen, also das habe ich nicht hingekriegt. Ah, oh, die Treppe, ja, also ich meine jetzt die Leiter eigentlich. Ja, dann gucken wir mal. Ob ich schaue jetzt noch, wie hoch kann ich das... Wow, guck mal, wie hoch wir jetzt hier sind. Boah, Wahnsinn. Das Ballon. Oh. Ich könnte sonst meine Steinschleuder mal ein bisschen ausleihen. Okay, willst du mal versuchen? Ja, gerne. Komm, ich hab dir mal meine. Aber willst du mal? Warte mal, ich zwirbel den mal eben weg, bevor der weg ist. Oh, shit. Sag mal. Ja, versuch's mal. Ja, das geht noch. Das geht noch. Ich schmeiß dir noch ein paar Pakete Munition hin. Und ja, versuch's mal. Also, ich muss er denn jetzt fischen? Wo ist er denn jetzt? Ja, fischt hier gerade schon einer. Ich hab ihn schon abgeballert. Hab ich schon. Nice. Hast du das schon? Okay. Aber die kommen immer wieder neu. Die kommen von da hinten. Die kommen von da hinten, André. Ja, und fliegen in die Richtung. Ja, ja. Habe ich kapiert, mal die Schleuder. Schaut doch hier mal, ihr zwei, dass ihr genug trinkt, dass ihr... Ich muss gleich auch mal wieder. So, müssen wir zu essen holen. Guck mal, der Mais, der ist auch schon wieder fertig. Da hinten kommen die nächsten Ballons. Sehr gut, wir haben da jetzt einen... Warte, er versucht den Fisch, einfach zu... jetzt im Wasser. Was macht er denn? Okay. Ja, keine Ahnung. Verbindung verloren wahrscheinlich. Bisschen baden. Komm, beiß doch an, Junge. Oh, ich hab da wieder Gemüse. Und Eier. Könnten wir auch wieder etwas farmen. Ich nehme das mal und schmeiß da noch wieder was rein. Ich habe wieder lecker Fisch für uns. Und Kartoffeln. Wir haben eine Menge Kartoffeln. Ist doch schön. Und Wasser. Ich schmeiß die Kartoffeln mal hier rein. Mais, Kürbis. Ja, du, das gibt ja schon ein richtig schönes Festmahl. Ja, ich habe wieder Fisch. Schwindelig hier oben. Bisschen gießen. So, guck mal, da ist auch schon wieder einiges fertig. Der ist, glaube ich, noch... Ist der schon fertig? Nein! Ist der schon fertig? Ich glaube, der Fisch ist schon... Ich meine, auf die linke Seite gehen, ich schieße den Ballon ab, aber ich glaube, ich bin nicht schnell genug, dahin zu gehen. Doch, wo ist er? Klebeband habe ich. Okay. Ah, super. Jetzt ist das. Sehr gut. Welche Kiste ich sehe, die linke Kiste lege ich rein. Ah ja, okay. Super. Reinschmeißen. Nein! Das Bau will noch keinen. Nein! Danke. Oh nein, ey. Fisch ins Wasser geworfen. Das ist auch gut. Du angelst den, drehst den hier und dann schmeißt du den wieder zurück ins Wasser. Jetzt nicht so schlau, wa? Nee. So, guck mal, hier kann man wieder ernten. Zack, machen wir wieder Mais. Müssen wir einmal gießen. Upp. So, sehr gut. Mal schauen. Ich will da jetzt möglichst hoch bauen. Strukturen. Nein. Sind die Säule. Oh, nein. Ich brauche Holz. Oh, ich habe Durst. Wie viel? Maximal, ey. Das ist hier fast leer. Danke, danke. Ja?
Oh. Ich konnte es dir leider nicht direkt aus der Hand nehmen. Dankeschön. Komm, dann direkt noch einen hinterher. Wenn er los da ist, dann ist er da, ne? So, erstmal Ruhe. Das finde ich ja, das ist mir gestern oder beim First Impression auch gar nicht aufgefallen. Man sieht ja unter dem Wasser auch, wie viel Holz da noch ist, wenn man nachlegen muss, ne? Haben wir nochmal Holz? Kann da einmal einer auf dem Grill nachlegen? Ja, mach ich. Danke, danke. Okay. So, dann gehe ich nämlich wieder angeln. Komm hier, du kleiner Fisch. Was ein kleiner Fisch. So, ein Messer. Was ist los? Ach, ich hab so viele Pflanzen. Komm, der kleine Fisch, der haut hier immer ab. Dann gehe ich woanders hin. Haben wir das ganze Meer jetzt leer gefischt oder was ist hier los? Der Grill ist noch voll bekocht. So, der Mond ist schneller als der Ballon. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich kann den. Ah, da war schon wer anders. Ja, wo ist das denn? So, okay. Hat einer das Päckchen geangelt? Hier liegt was. Doch, ja, nein, das liegt hier auf diesem Tableau. Genau neben dir. Das ist das doch, oder? Ah, okay, ja, genau. Das ist das. Haben wir wieder ein bisschen Schrott. Da. Ach, unsere Kisten füllen sich aber auch ganz gut, ne? Bisschen Holz noch. Was wir noch bräuchten, wäre direkt so eine... Ich baue eine Decke darin und lege die da drauf, ne? Das wolltest du doch, glaube ich. Ah, geil. Ja, genau. Das war das Ziel. Was wir noch bräuchten, wäre eine Kiste direkt neben dem Grill, da wo wir direkt das Fleisch reinpacken könnten. Das wäre geil. Ich krieg's nicht hin. Was kriegst du nicht hin? Ich leg die Decke mal hier oben hin. Okay, schau mir das mal an und vielleicht ist schon Ende Gelände. Nee, ich war ein bisschen zu doof. Alles gut. Ah, okay. Zack. Ah ja, alles klar. Oh, okay. Aber man kann schon recht haben. Oh, sieht lustig aus jetzt. Du siehst auch ja, Maxiko, da hast du mein erstes Video erwischt. Ja, ja. Ja, beim ersten Video, da war mir gar nicht so klar, wie lange ich denn überhaupt noch bei der Oculus Quest bleibe. Ich habe keine Munition mehr. Tatsächlich. Was wäre, wenn wir da eine Struktur hingebaut hätten? Könnten wir den dann... Ich schmeiß dir was runter. Ich habe übrigens, wenn ihr euch mal verbaut oder so, ich packe jetzt mal einen Hammer hier in die Kiste rein. Leute, ich habe euch hier in die Kiste einen Hammer gepackt, falls ihr mal Strukturen abreißen müsst. Boah, wie hoch seid ihr denn da schon? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich versuche das jetzt wirklich auf die Spitze zu treiben. Das war Klebeband. Alter, ich bräuchte aber Nagel. Guck mal, wie hoch wir sind. In die Kiste rein. Der Anubis, der gibt hier Vollgas. Einen Nagel habe ich. Den kann ich dir geben. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Nagel herzustellen. Und dann brauche ich Holz. Jede Menge Holz. Ich sammle dir Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Die kommen aus Essen, die... Holzi, Holzi, ja. Die das sind. Einfach hier. Die kommen direkt, das ist hier Nachbarstadt von uns. Dann mir das Holz. Der Christo ist alles für dich. So. Ich lege mal hier einen Nagel hin. Das ist jetzt einfach meine... Also Nagel habe ich jetzt auch schon. Vorsicht, nicht reintreten. Aber ich brauche jetzt Holz für die Decke zu bauen. Cool. Ja, danke schön. Mit einem kann ich nichts machen. Ja, okay. Ich habe da jetzt 7 Nagel am Start. Und noch... So, da vorne warten wir noch auf die Kiste. Ach, guckt euch das an. Wie geil ist das Teil denn, ey? Richtig cool. So, da vorne an das Teil will ich kommen. Ach, wir brauchen noch eine Kiste, ne? Eventuell, weil die sind jetzt auch schon wieder ziemlich... Ja, guck, Anubis, guck, dass du nach oben baust, weil so ganz lange kann ich den Stream nicht mehr machen. Noch 2-3 Minuten haben wir. Okay, okay, ich versuch. Aber ich brauche unbedingt noch Holz. Ja, ich habe Holz. 4 Holz habe ich für dich hier. Oh. Okay, mal schauen. Ich hätte 11. Wo bist du denn? Ich bin hier. Wir sind unten. Ich sammle jetzt mal. Oh, kann ich gar nicht mehr was für dich nehmen. Ah doch. Okay, okay. Hier vorne habe ich noch einen für dich. Mal schauen. Hier hast du noch einen. Oh, das geht schon. Ja, okay, ich muss mal produzieren. Strukturen. Decke. Und dann zum Abschluss stellen wir uns nochmal alle da ganz oben hin. Das ist ja auch geil.
Aber hier hat man schon einiges an Spielzeit, muss man mal sagen. Ne? Also Säulen, ja, ich brauche ja auch Holz für Säulen, sage ich gerade. Bau mal eine Säule, Decken habe ich, glaube ich, parat. Okay, ich mache noch eine Säule mehr. Ah, ich brauche noch ein Holz für eine Säule, okay. Ich habe zwei Decken. Bauen. So, ich habe jetzt zwei Säulen. Okay, ich komme mal nach oben. Ach, du hast schon. Okay, okay, okay. Ich habe auch noch Holz, ich komme mit nach oben. Und bau mal eine Säule. Es geht noch. Es scheint noch zu. Ihr seid ja wahnsinnig, ey. Das ist ja. Decke drauf. Noch eine Etage da. Ja, es scheint noch zu klappen. Alter, guck mal runter hier. Da muss ich mir gleich nochmal. Ja, ich hab noch ein bisschen. Ja, dann machen wir das so. Hier. Super. Okay, noch eine Säule müsste ich jetzt mal schauen. So, warte mal, das gucke ich mir nochmal von unten an. Ach, guck mal, ich kann schon kaum mehr runterspringen. Guckt euch das an! Wie kann das stehen? Noch ein Holz, noch für eine weitere Säule. Ich hab ein Holz hier, leg die auf den Boden. Ah, okay. Ist nur eins vorbeigeschwommen. Cool. Kann ich mir, nehme ich. Eine Säule kann ich noch bauen. Noch drei. Sehr schön. Ach, kann mir eine zweite Säule bauen. So, und mal schauen, dann brauchen wir noch Decke. Natürlich, noch okay, drei. Ich gehe nochmal rauf. Oh, kein Mensch. Ja Leute, und wenn ihr euch nochmal für ein Let's Play zu dem Game interessiert, vielleicht auch wieder im Multiplayer, dann schreibt das doch mal hier. Oh. In den, ach verdammt, jetzt muss ich wieder runter. Ach, jetzt, das war doof. Egal. Dann schreibt es doch mal in den Chat oder in die Kommentare. Würde mich interessieren und ich sag mal, mir macht Spaß. Dann kann man das nochmal anpeilen. Auf jeden Fall. Ja, kannst du sonst eine Decke bauen noch? Boah, wie hoch sind wir denn jetzt hier? Das ist ja unfassbar hoch einfach. Wir sind ja über den Luftballons. Ja, ist richtig. Ja, gut. Okay. Ich habe jetzt keine Säulen mehr. Ja, aber ich dachte mal, das ist doch hier schon aller Ehren wert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der André nochmal hochkommt. Ja, das ist Trick. Dann können wir uns verabschieden. Okay, ich komme auch noch hoch. André! Und dann machen wir... Ja, ich bin unterwegs. Feierabend. Okay. So, ja, sieht schon richtig schön aus. Das ist geil, ne? Mir wird fast schwindelig. Ja, wirklich. Ne? Da kommt der André. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich freue mich. Und ja, wollt ihr noch was sagen zum Chat? Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, auch den Zuschauern hat es Spaß gemacht. Es war mir wieder mal eine Ehre, dabei zu sein. Und ja, hoffe auf ein nächstes Mal. Ne? Gerne wieder. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Wo ist der Kollege Figgel? So. Da ist er. Bin kurz rausgeflogen. Willst du auch noch was sagen? Gruppenknudeln. So, hier, knudeln. So. Ich knuddel euch. Ja, dann Leute, schön, dass ihr dabei wart. Und ich mache jetzt mal dicht. Ich gehe noch mal kurz in den Chat oder auf den Chat ein und wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Wir schreiben voneinander und lesen voneinander. Tschüss. Ja, tschüss. 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 So, ich bin sofort bei euch. Ich beende jetzt einmal das Streaming. So, beendet. Ja, wie fandet ihr denn heute das Game im Livestream? Schreibt es mir doch mal in den Chat. Ich gucke sofort bei euch rein. Ich muss jetzt hier nur einmal das Mikro wieder an meinen Kragen packen. Ich hatte die ganze Zeit außen an der Quest hängen. Ich hoffe, einmal Ohren zu halten. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen gut zu folgen war. Weil ja die Soundübertragung diesmal schon ein bisschen anders war als sonst. Ja, Wahnsinn. Immer noch 72 Leute dabei. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich dabei seid. Und mir macht das Spiel richtig Spaß. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch tatsächlich das Spiel zu gewinnen. Ja, und zwar dreimal. Und ich werde jetzt gleich sofort die Auslosung machen. Wir starten erstmal mit Flowweaver und mit dem Gewinner meines Gewinnspiels. Und dann hat der Entwickler noch zwei Keys zur Verfügung gestellt, die ich dann jetzt gleich auslosen werde. Und bevor ich an die Auslosung gehe, noch einmal der Hinweis, am 3.4. findet die 7. Ausgabe der Oculus Quest Show hier in der Zockstube statt. Auf jeden Fall einen Knoten in der Socke machen. Abends um 20, 21 Uhr geht es da los. Wir treffen uns auf dem Discord, wir quatschen miteinander und machen uns zusammen einen richtig schönen Abend. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. So, dann
werde ich jetzt mal die Auslosung machen. Wenn ihr noch nicht teilgenommen habt für die zwei Keys, könnt ihr jetzt noch teilnehmen, bis ich gleich auf den Knopf drücke. Einfach zu dem Video gehen, First Impression zu Oceancraft. Schreibt da einfach rein, ich will gewinnen und dann ziehe ich euch gleich mit. So, also nicht hier unter dem Livestream, sondern bei dem First Impression Video. Ich würde mich natürlich aber auch freuen, wenn ihr hier unter dem Livestream was schreiben sollt. So, dann ziehe ich jetzt erstmal die Gewinner von Flowweaver. Starten wir mit Flowweaver. So, Flowweaver hat gewonnen. Swingo71, herzlichen Glückwunsch. Melde dich einfach auf dem Discord per Privatnachricht bei mir und dann erkläre ich dir alles, wie wir das mit dem Key machen. Herzlichen Glückwunsch an Swingo71. Dann geht es um den Key, den ich persönlich verlost habe, zu Oceancraft. Oh mein Gott, ich sehe gerade, da kommen ordentlich viele Kommentare noch rein. Alle wollen sie gewinnen. Schön, ich freue mich, ja. Meinen Key von Oceancraft hat gewonnen der Colin Weißensteiner. Auch du melde dich bitte auf dem Discord per Privatnachricht bei mir. So, und jetzt muss ich noch mal eben kurz in den Comment Picker gehen. Comment Picker YouTube. Und dann ziehe ich jetzt ganz brandheiß eure Kommentare und die neuen Gewinner. So, gib mir eine Sekunde. Gebt mir eine Sekunde, wo haben wir es denn? Ja, es kommen immer noch neue Kommentare rein, das freut mich. So. Noch geht's. Filter Duplicates. Get YouTube Comments. Jetzt ist Teilnahmeschluss und der erste Gewinner ist Teddy202. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den zweiten Key zu Oceancraft gewonnen. Auch du bitte auf dem Discord melden, bei mir per Privatnachricht und dann werde ich dir erzählen, was du machen musst, damit du den Key kriegst. So, der zweite oder dritte dann. Herzlichen Glückwunsch an Chris Sportmarke. Du hast den dritten Key zu Oceancraft gewonnen. So, jetzt haben wir vier Keys verlost. Ich finde, das für einen Livestream ist schon eine ganze Menge. Ne? Ich hoffe, dass ihr euch über die Gewinne freut und dass beim nächsten Mal dann alle die heute nicht das Glück hatten, dann die Chance haben, eben was zu gewinnen. Ich denke mal, in der nächsten Zeit werden sich auch immer mal wieder die Möglichkeiten bieten, das ein oder andere Gewinnspiel zu machen. Ich gucke jetzt nochmal bei euch in den Chat. Mensch, Maxiko, wenn du es 50 Mal schreibst, dann hilft es doch auch nicht. Nein, nächste Woche kommt kein Akron. So, ja, Glückwunsch. Guck mal, ganz, ganz viele faire Nicht-Gewinner. Ich nenne es mal Nicht-Gewinner. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Wenn euch der Livestream gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch vielleicht nächste Woche als Livestream wünscht. Akron wird es nächste Woche nicht sein. Ich überlege ja tatsächlich, nächste Woche vielleicht Paranormal Activity zu machen, vielleicht Crashland. Aber wir haben natürlich auch die Chance, dass diese Woche geile Spiele rauskommen, die dann kurzfristig in den Stream kommen. Ich weiß es noch nicht. Ja, Blue Eye Star schreibt schon, die Entwickler haben gesagt, wir werden stetig neue Inhalte hinzufügen, wollen jedoch schon sicher gehen, dass die Kernmechaniken Craften überleben und Multiplayer Spaß machen. Kann ich so bestätigen. Haben mir absolut Spaß gemacht. Ein tolles Spiel und also mir gefällt's. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Wenn ihr noch Bock habt auf weitere Livestreams, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung. Ich habe euch extra eine Playlist gemacht, wo ihr zu allen Livestreams der Zockstube kommt. Da gehen die Videos dann mal eine Stunde, zwei, drei und ihr könnt gemütlich von vorne bis hinten Livestreams durchgucken. Zu allen möglichen Spielen kriegt ihr dann eben neben den First Impression Videos der Zockstube auch einen ausführlichen Eindruck. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank für die vielen Spenden, die in der Zwischenzeit reingekommen sind. Damit helft ihr mir wirklich, wirklich enorm und ich freue mich riesig darüber. Jetzt bleibt gesund, euch einen guten Start in die Woche. Wir werden sicherlich nächste Woche voneinander lesen und ihr werdet mich auch wahrscheinlich sehen in dem einen oder anderen Video. Macht's gut und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute.